Zeit und. Okay, alles Ah! klar. Aha, was soll ich sagen? Dass ja, ihr wirklich auch hier alles vielleicht nutzt und einfach mutig seid und wir hier, ja, es gibt nichts, was falsch ist. Alles ist richtig. Super. Oh, Jill, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen. Und jetzt nochmal hier wirklich an alle ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wie Jill eben schon sagte, bei diesem wundervollen Grillwetter heute. Bei uns hier oben an der Ostsee ist es auch Sonnenschein. Die Küste ist voll. Und traut euch wirklich. Also ich sage immer, wir machen die Lives nämlich genau aus diesem Grund, damit ihr die Möglichkeit habt, wirklich euren Lieblingsexperten Fragen zu stellen, sie zu sehen, persönlich mit ihnen zu reden, ihnen auch gerne persönlich in die Augen zu gucken und ruhig auch, wenn ihr wollt. Super, Peter macht das ganz toll. Ich finde das klasse, Peter. Jawohl, Renate ist mit dabei. Cool. Das ist so toll. Traut euch. Ihr dürft euch wirklich trauen. Hier ist alles super. Und ja, die Oh Katrin auch. Gott, Gott. Super, cool. Also ich schwitze, Wow, Leute. Also guck ich mal. schwitze. Das gehört auch dazu. Und wir sind wirklich, cool. Das ist so geil. Und wir sind wirklich, Sherin ist auch mit dabei, warte, ich lasse sie gerade eintreten noch. Und es ist wirklich einfach, es ist traumhaft. Und ich finde es so, 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 so schön, auch diese Energien. Auch jedes Mal, wenn ich mit Jill quatsche, wir verquatschen uns über Stunden und die Energien, die sind so hoch und so magisch. Und genau, es ist pure Magie. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, traut euch wirklich, Fragen zu stellen. Ihr könnt Genau, sie im Chat stellen, ihr auch ohne könnt. Video. Also wirklich, weil das ist, verstehe ich auch, wenn Genau. einer da rumliegt und so, jeder so, wie er das gerade für sich für richtig hält, dann ist es perfekt. Ja. Genau. Und das ist, und da, ach, guck mal, es kommen hier noch, wow, ich lasse gerade noch mal noch ein paar, wow, 17 Teilnehmer sind wir schon. Hi Gerd. Jill, das ist ja echt wirklich, hallo Peter, Erika, liebe Renate, liebe Katrin, lieber Rainer, liebe Silke, liebe Helena, Thea, Heike, Simone, Marion, Sabine, Sherin, Claudia, Gerd, wow. Also, ich bin total begeistert. Wir haben ganz ehrlich nicht mit so viel gerechnet, wegen dem schönen Wetter. Und es ist so toll. Also, schön, dass ihr alle da seid. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an zu quatschen. Ihr dürft gerne Fragen in den Chat stellen. Ihr könnt auch gerne euer Bild anmachen. Und wenn ihr persönlich direkt Jill fragen möchtet, und oh, das war meine Katze, wenn ihr persönlich. Peter kommt gleich dran. Wenn ihr persönlich direkt Fragen stellen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Und wie gesagt, Jill ist für euch da, ich bin für euch da. Ja, ich würde sagen, einfach Da, mal let's go. Genau, was da, hast du noch? genau, Peter, ich will mich gar nicht vordrängen, aber nochmal so, ich weiß, ich bin gar nicht so auf dem Schirm. Wir haben jetzt mit Sabine, habe ich mich jetzt auch vorher nicht abgesprochen. Nochmal vielleicht ein bisschen zu dem Ablauf. Weiß jeder, weil ich weiß ja nicht, ob jemand auch einfach einschaltet und mich jetzt noch gar nicht gesehen hat oder kennt, vielleicht, dass man das dann in 2 Minuten noch mal kurz sagt oder habt ihr alle das Interview schon gesehen oder so? Also für, genau, das ist mein Buch, aber Die das, Liebesformel, das ist genau, die Liebesformel. ne, das wäre vielleicht noch mal irgendwie für mich jetzt auch wichtig, genau, habt ihr überhaupt schon irgendwelche Informationen? Also ihr könnt mich gerne auch ohne Informationen alles fragen, aber dass ich vielleicht dann gleich noch mal so 3, 4 Sätze sage und genau, die Claudia, dass ich mich dann noch mal vorstelle. Jetzt frage ich mich, Sabine, willst du was sagen erst? Soll ich direkt was sagen? Also ich würde sagen, fang du einfach an. Und wer jetzt schon irgendeine Frage hat, bitte gerne in den Chat stellen oder sich melden. Wer jetzt reden möchte, einfach dann vielleicht mal auch die Hand hochheben oder ein Herzchen schicken. Und das ist überhaupt kein Problem, dafür sind wir da. Und nutzt die Chance, ich sage es immer, nutzt die Chance, jetzt ist die Möglichkeit.
Ja, also der Peter, dich habe ich nicht vergessen, aber dann stelle ich mich kurz vor, ne? Weil du hast, Genau. glaube ich, die Hand schon gehoben. Also ja, erstmal, ich freue mich total. Ich bin der Jill. Vorstellen ist ja auch mal so doof. Also ich gebe euch jetzt einfach ein paar Informationen über mich äußerlich. Also ja, weil ich bin ja nicht mein Name und ich bin nicht mein Alter und auch nicht mein Wohnort und mein Job. Aber ja, ich bin der Jill. Ich bin 40 Jahre alt und habe das große Geschenk des Universums erhalten, als Seele hier noch in einen weiblichen Körper inkarniert zu haben. Also ich bin als Frau äußerlich auf die Welt gekommen und sozusagen transsexuell und habe früher diesen Weg gehen müssen und dachte, oh Gott, was habe ich Schlimmes getan, dass der liebe Gott oder das Universum mich mit so einer Bürde bestraft, vor allem weil die Zeit ja damals auch noch ein bisschen anders in der Hinsicht war und mittlerweile aber so dankbar dafür bin, weil ich das Geschenk erhalten habe. Äußerlich und auch innerlich in beide Rollen mal einschlüpfen zu dürfen. Also deswegen ist meine Passion geworden, ja, mich mit männlichen und weiblichen Energien unabhängig des äußeren Erscheinungsbilds, aber auch mit der Abhängigkeit unseres Kollektives und der ganzen Weltgeschichte einfach auch damit zu befassen, wie es aber wirklich ist. Also ich weiß, wie es ist, als Frau durch die Gegend zu rennen und von Männern oder auch anderen Frauen als Frau wahrgenommen zu werden und halt auch als Mann. Ich kenne mich mit dem weiblichen Körper, glaube ich, besser aus als mit meinem männlichen, weil den hatte ich halt wesentlich länger. Und ja, deswegen finde ich spannend, dass gerade jetzt es so wichtig ist, sich mit den männlichen und weiblichen Energien zu beschäftigen. Wie gesagt, unabhängig, auch zwar auch abhängig mit dem Äußeren, aber ja, dass es um den Mensch geht und ob Mann oder Frau oder beides oder was auch immer, jeder mit männlicher und weiblicher Energie hoffentlich sehr ausbalanciert sich lernt zu versorgen. Und ja, das ist das, was unsere Welt in den Frieden bringen wird, denn wenn der Frieden in uns zwischen männlicher und weiblicher Energie in unserem kleinen Universum mit uns und unserem Umfeld, ja, wächst und wir das ausbalancieren können, dann kann es auch nur kollektiv passieren. Und deswegen, ja, freue ich mich über alles, was hier heute so passiert. Und genau, ich habe ein Buch geschrieben, das ist nicht mehr im Handel zu bekommen, aber ihr könnt das gerne, wenn ihr das wollt, weil ich habe das noch hier auch bestimmt noch Das ist so so 100 schön. Stück. Dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Das ist, wie gesagt, Hashtag Liebesformel, ein bisschen provokant, auch wie du lernst, mit der Liebe zu rechnen. Ja, das ist also kein manipulatives oder sonst was Buch, aber ja, wir lernen von klein auf irgendwie, dass man, wenn man eine Firma gründen will oder irgendwas erreichen will, sich damit befasst passen sollte. Und in der Liebe finde ich, es wird immer besser, aber leben wir oft noch in der Steinzeit, weil Liebe wird uns oft als Zufall und man kann darauf nicht einwirken, gerade halt zwischenmenschlich oft mit anderen Personen. Und man muss das halt so nehmen, wie es kommt, ohne dass man da irgendwie selbstbestimmt richtig mit eingreifen kann, auch durch seine eigene Veränderung dann halt die anderen Menschen und die Partnerschaften um sich herum verändern kann. Und deswegen, ja, wenn man sich verändert, verändert sich alles. Das ist, wie gesagt, was ich erlebt habe und nicht nur aus der Theorie kenne. Und wenn ich das geschafft habe, und das war früher so, ich dachte wirklich, also ich habe auch Suizidgedanken und Versuche gehabt, wirklich, also dass ich dachte, ich möchte hier nicht mehr sein. Und hätte mir früher jemand gesagt, ich bin eine Art Vorbildfunktion oder ich helfe Leuten, dass es ihnen besser geht, hätte ich gedacht, ich never. Und wenn ich diesen Weg, mein ganzes Äußerliches und Personenstand und was weiß ich zu verändern, das war dann bei mir so, dann kann eigentlich jeder alles schaffen. Also, Ja. weil, und das ist so, was auch meine Meinung ist. Jeder kann alles schaffen. Und ja, das, glaube ich, reicht vielleicht erstmal. Und dann würde ich einfach direkt, Sabine, wenn du es dagegen hast, den Peter. Ja, sehr, sehr gerne, Peter. Peter, du darfst jetzt. Du darfst dein Mikro aufmachen und darfst sehr, sehr gerne Fragen stellen. Und wenn jemand von euch Guck eine mal, Frage Peter. hat, Warte, einmal ganz kurz, Sabine. Unten, Peter, wenn du mit der Maus, da ist da links so ein ja, Mikro. Ja. er ist da. Super. In dem Gegenlicht konnte ich meine Maus nicht sehen, aber ich weiß schon, dass du bist. Herzlich willkommen, lieber Aber mir ist Peter. schon bewusst, dass da unten das Mikro ist. Vielen Dank. Gut, dann danke ich dir von ganzem Herzen für deine einleitenden Worte, weil
Möglicherweise habe ich dich vielleicht irgendein Kongress, wie auch immer, aber das habe ich jetzt nicht mehr gewusst. Insofern kriegst du erstmal von mir den vollen Respekt, denn das, was, obwohl ich diesen Weg ja nicht gegangen bin, aber ansatzweise kann ich mich reinfühlen, was das für ein, also sozusagen ein Schicksal ist. Also gerade in einer Zeit, wo das Kollektiv, wie du es ja auch gesagt hast, dass man nicht so leicht und locker angenommen wird. Also einmal für dich und dann noch für die Umgebung auch noch. Das heißt, ein Doppeldruck ist da. Und dieser Druck, hast du ja gesagt, erzeugt dann Depression und man möchte sich am liebsten verabschieden, weil es einfach too much ist. Und da du ernsthaft genug warst, wahrscheinlich ist es so geplant für dich, dass du durchgehst, durch diese Widerstände, durch diese krassen Widerstände und da herauswächst, wie man so schön sagt, wie Phönix aus der Asche und dass das zustande kommt, wo du selbst nicht gedacht hättest, dass du eines Tages Menschen begleiten könntest. Und dafür kann ich wirklich nur sagen, Hochachtung. Also, ach, vielen, vielen Dank. Danke. Bitte. Das ist nicht mal so ein kleines Ding. Ne? Das ist nicht so ein kleines Ding. Nee, das war schon sehr, also das ist eigentlich, seitdem ich denken kann oder mich zurückerinnere, halt genau, hat mich das begleitet, bis halt durch die Pubertät, durch alles, Jobfindung, alles und ja, das war mittlerweile, wie gesagt, das Beste, was mir passieren konnte, weil sonst hätte ich nicht das Geschenk erhalten, mich so früh mit so vielen tiefgründigen Dingen, wer bin ich, warum bin ich überhaupt hier, warum bin ich so ein Fehler, warum hat das Göttliche mir das angetan, dann hätte ich viel später erst in diese Tiefe eintauchen dürfen und da bin ich froh, dass ich da durch bin. Nicht erst jetzt mit 40. Deswegen, also, ja. Nee, du warst dafür programmiert im Grunde genommen, könnte man auch so sagen. Und es heißt ja auch so schön, man kriegt immer nur so viel, wie man gerade so verarbeiten kann. Und ne, das, du bist das lebende Beispiel und jeder wahrscheinlich für uns hier auch, die hier sind. Ja, genau. Dieses halt, ich dachte früher immer, es ist eine Strafe und das denken ja viele Leute, wenn man zu viel gerade vielleicht hat. Aber genau, man wird nicht bestraft hier, sondern hier ist kein Richter, sondern ich habe genau das bekommen, was ich brauchte, damit ich mich befreien durfte. Das ist es, wie gesagt. Du bringst es auf den Punkt. Genauso empfinde ich das auch. Und so, ich glaube, jetzt haben wir das erstmal abgeschlossen und sonst geht das hier unendlich weiter in dieser Art. Und das, und sympathisch hast du mich natürlich zusätzlich noch gemacht, weil du kennst beide Rollen, du kennst beides, das Männliche und das Weibliche. Das heißt, du hast einen wunderbaren Einblick, was Gefühle und Gedanken betrifft, sowohl das eine als auch das andere Geschlecht. Das heißt, du kannst beides bedienen, du kannst beide Rollen sozusagen, beide Geschlechter kannst du halt verstehen, nachempfinden. Und insofern kannst du Menschen ja dementsprechend verstehen und möglicherweise auch in den einen oder anderen Prozess eben halt begleiten. Ja, und das ist, wenn ich kurz was einwerfen darf, das ist genau das, was Jill auch so besonders macht, dass er wirklich in beide Richtungen super, super genial coachen kann. Und er ist ja auch mit einer Frau zusammen und er kennt die Rolle der Frau, er kennt aber auch die Rolle des Mannes und er weiß, wie Männer ticken, ne? Mittlerweile und wie Frauen ticken. Und das ist das, was dich ja auch so besonders macht als Love Coach. Ne? Weil du wirklich ganz genau weißt, was geht in einer Frau vor oder wie reagiert eine Frau und wie ist es bei einem Mann. Und das ist ein riesengroßes Geschenk. Aber da würde ich, darf ich noch kurz unterbrechen und dann den Peter ruhig wieder. Ich würde gar nicht mehr sagen, weil das ist auch das, was ich in meinem Buch beschrieben habe. Ich würde gar nicht sagen, was geht in einer Frau vor und in einem Mann, sondern in meinem Buch benutze ich auch das Yin und Yang halt, ne, wenn wir ausbalanciert sind, diese männliche und weibliche Energie. Mhm. Und es gibt ganz viele Männer, die zum Beispiel auch, also man kommt halt auf die Welt, sage ich mal, und das Yin und Yang wird durch das Kollektive noch männlich-weiblich denken, halt entweder mehr in das Weibliche oder mehr in das männliche energetische erzogen.
Und deswegen haben wir auch so viele Kollisionen dann partnerschaftlich, weil je mehr weibliche Energien eine Seite hat, das heißt also harmoniebedürftig ist und deswegen auch vielleicht so viele Narzissmusfälle, umso mehr ist halt der Gegensatz des anderen Pols dann. Ja, also umso, sage ich mal, unterwürfiger der eine Part, da kommt man dann nur in eine magnetische Anziehungskraft mit einem sehr unterdrückenden Part. Ja, damit man halt gegenseitig sich diese Dinge halt auch abarbeiten kann. Deswegen, ich wollte nur sagen, dass es also gar nicht so, es gibt ganz viele Männer, die auch in der mehr weiblichen Energie sind und heterosexuell, ja. Das hat gar nichts mit der Sexualität dann auch zu tun. Deswegen also, es gibt ganz viele Männer, die auch in diesem weiblichen Denken sind und nämlich nicht dieses, sage ich jetzt mal, klischeehafte, typische männliche Denken haben. Und es gibt ganz viele Frauen, an die ich dann in der Vergangenheit besonders geraten bin, weil ich auch eine sehr weibliche Energie, sage ich mal, früher vielleicht 80% weibliche Energie in mir hatte und 20% männliche und dann eine 80% männlich energetische Frau angezogen habe mit nur 20% weiblichen Anteilen. Also da gibt es auch, also wie gesagt, unabhängig vom äußeren Geschlecht, sehr viele männliche Energien in ganz femininen Frauen. Also da denken ja auch viele Leute, Frauen mit viel männlicher Energie sind dann burschikose Frauen und am besten noch lesbisch oder auch irgendwie trans. Aber nee, es gibt ganz feminine, zarte, weibliche, äußerliche Frauen mit 80-90% männlicher Energie und sehr Unterdrückung und diktatorischen Dingen. Ne? Aber das wollte ich jetzt nur noch mal kurz sagen, dass nicht so dieses Frau-Mann, weil das merke ich oft, weil dieses typische Frau-Mann, da habe ich halt auch gedacht so, hä, was labern die denn da immer? Ne? Sondern eher so diese männliche, weibliche Energie. Kack, egal, ob jetzt aber die Hülle Mann oder Frau ist. So, und genau. Peter, jetzt aber deine Frage. Wenn du die noch hast. Auf jeden Fall war das eben gut, dass du es auch noch mit eingeworfen hast, weil es geht ja letztendlich darum, dass ich als Peter eben halt dieses Yin und Yang, dass es in einer möglichst perfekten Symbiose, oder wie sagt man? Ja, Balance. Symbiose, Gleichgewicht, ja. Und das zeigt, wenn man sich das mal anschaut, dass dann wird es ja ein Clown, was es geht. Eben halt um das Gleichgewicht. Und auch, dass in dem Hellen dieser Schwarze und bei dem Schwarzen das Helle drin ist. Das bleibt ja gar nicht aus. Wir leben ja innerhalb einer Dualität, in der Polarität. Ja. Und deshalb ist es eben halt wichtig, dass jeder Einzelne von uns, oder ich bei mir, sage ich mal bei mir, mich darum bemühe, dass das eben halt in dieser Balance, und dann wird es auch so sein, wie du es ja auch kurz beschrieben hast, dass dann es zu ganz anderen Begegnungen kommt, nämlich das auf Augenhöhe. Vorher wird es immer so sein, dass ein anderer so sein muss, damit es ja gespiegelt wird, was einem fehlt. Und so funktioniert das Ganze nun mal. Und das alleine schon ist, das erfordert sehr viel Wachheit und Bewusstheit. Um das erstmal als solches zu kapieren, warum man mit solchen Menschen zusammenkommt, die, wie du sagtest, wo Frauen ziemlich buschikos und eben halt diesen männlichen Anteil, weil ich empfinde mich selbst auch eher, ja, ich habe so von Empfinden her, bin ich doch ziemlich Yin-mäßig unterwegs. Mhm. Aber das macht mir überhaupt nichts aus. Ich bin im Grunde genommen jetzt durch meinen ganzen Prozess, bin ich sehr stolz drauf, dass ich diese Qualität, weil ich empfinde es als Qualität, weil sonst könnte ich ja gar nicht wahrnehmen, wahrfühlen in mir selbst, auch drumherum, was so geschieht. Mhm. Und deswegen bin ich einfach total dankbar drüber, dass das Leben das so gestaltet hat in mir. Mhm. Und jetzt vielleicht, das ist eine Frage, das weiß ich gar nicht. Ich wollte jetzt die... Das macht nichts. Weil dann kommen so Gedanken wie, ja, aber Peter, wo ist denn jetzt seine Männlichkeit? Und Männlichkeit würde ich so betrachten als jemand, der ganz klar ist, eine Richtung anzeigt und die geht ohne Wenn und Aber. Also dazu dann auch steht, eine klare Vision hat und sie geht. Das würde ich so ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, sondern das würde ich als männlich betrachten wollen. Ich habe ja noch so ein schönes Shiva-Bild, da gibt es ja verschiedene Ausdrücke auch von Shiva, wo er dann eben halt
ganz, ganz innen drinne sein. Also die ganzen Komponenten, die die männliche Seite auch zum Ausdruck bringen kann und sollte. Also eigentlich sollte, weil dann, es geht ja darum, ums Gleiche. Aber darf ich, ja? Bitte, bitte. Ja, weil, ja, auf jeden Fall. Das kann jetzt auch ein bisschen vielleicht länger sein, aber das ist dann auch ganz gut. Mhm. Also wie gesagt, das will ich euch allen auch noch mal sagen, jetzt gar nicht, das sage ich oft auch bei Vorträgen, ich will gar nicht recht haben, ne? Und ich sage nicht, dass ich meine Wahrheit das non plus ultra ist, sondern ich bitte euch, das da rauszunehmen, was mit euch in Resonanz geht und aber auch das, was euch ganz viel Widerstand vielleicht aufkommen lässt und wo ihr eher vielleicht getriggert seid im in Anführungsstrichen negativen und denkt so, ne, das geht ja jetzt gar nicht. Also alles, was in euch Resonanz erzeugt in die eine oder andere Richtung, dürft ihr da gerne mit rausnehmen und für euch vielleicht danach auch nach diesem Ding nochmal so reflektieren. Aber für mich ist, es gibt gar nicht nur die männliche und weibliche Energie, sondern es gibt auch immer die männliche Energie aus Mangel und Fülle und es gibt die weibliche Energie aus Mangel und Fülle. Und das ist bei uns durch das, was man auch geschichtlich, durch das Patriarchat und wie die Frauen- und die Männerrolle klassisch waren, einfach komplett paradoxerweise, aber nicht paradoxerweise, sondern deswegen ist das ja der Lernplanet. Es musste ja so paradox sein, sonst hätte man ja nichts mehr lernen können. Es ist bei uns komplett verdreht worden, weil eigentlich, wie du sagst, der Mann ist eigentlich der Krieger oder der nach vorne geht und auf jemanden zugeht und sich die Sachen, sage ich jetzt mal, holt. Das Weibliche ist eher das Empfangende, das in sich sein, das nicht nach außen gekehrte, sondern das eher Empfangende und in sich sein. Aber das kann man halt auch aus einem Mangel machen und das nenne ich dann Bedürftigkeit, weil ich es brauche und weil ich es sonst nicht, wenn mir es nicht jemand anders gibt, was ich empfangen kann, dann es mir nicht möglich macht, das zu überleben gefühlt. Und dass das bei uns verdreht wurde und dass das in meinem Buch so ein bisschen auch das Thema ist. Und zwar erlebe ich das oft oder habe es in meinen Coachings erlebt und ich auch selber als zwar Mann jetzt äußerlich in der weiblichen Energie, dass oft die weibliche Energie sehr, sehr, ich sag's mal, hinterherlaufend und fordernd ist, gibt mir Liebe und sich mit allen Emotionen ins Geschehen schmeißt. Und dann gibt es einen Part, das ist dann halt diese männliche Energie, die sehr ablehnend ist, manchmal auch erst nicht sofort. Also oft kommt, sage ich jetzt mal, erstmal eine Begegnung, wo alle Mangel ausgeblendet sind und nach ein paar Wochen auf einmal dreht sich das, wendet sich das Blatt und ein Part wird oft sehr ablehnend, oft sehr unfair, vermeintlich und eher distanzierend. Und das ist oft die männliche Energie in der jetzigen Zeit noch. Und wie du gerade gesagt hast, Peter, eigentlich ist die männliche Energie ja die nach vorne gehende und die sich die Sachen holt. Und dass wir halt lernen dürfen. Also das ist mein Erlebnis in meinem Lebensweg, unabhängig von der Transsexualität, sondern auch partnerschaftlich, familiär, freundschaftlich. Also wenn ich von Partnerschaft spreche, meine ich nicht die Liebesbeziehungen, sondern auch die Partnerschaften in der Arbeit, in der Freundschaft, mit der Familie, dass wir halt diese weibliche Energie oder dieses Yin und Yang, was dann 80% halt nur ein 80% einen weiblichen Teil hat und nur 20% Weiblichkeit da ist, dass da oft nicht ein aus der Fülle heraus gebe ich meine Emotionen nach außen, sondern oft aus dem Mangel heraus. Und ich gebe alle meine Emotionen sofort und überschütte den anderen, damit ich ja genauso viel, da sind wir oft an meinem Tauschgeschäft, von ihm oder ihr zurückbekomme. Und das ist halt nicht das weibliche Ding, sondern Weiblichkeit ist im Vertrauen sein. Ich sitze hier und ich weiß, dass es kommt und ich das kriege und nicht dieses Leistungsprinzip, unter dem wir aber halt alle groß werden, du musst was für deine Liebe tun, ja, du bist ja nicht einfach nur dafür geliebt, dass es dich gibt, sondern du musst dir Liebe erwerben oder verdienen und dass die männliche Energie in der heutigen oder in der Vergangenheit noch mehr, aber in der heutigen Zeit auch noch oft halt dieses so, ich gebe den Takt an und nicht, ich gehe voraus als Krieger und nutze sozusagen diese männliche Energie nicht, um anzugreifen, sondern zwar nach vorne zu gehen, aber nur mich zu beschützen. Also das heißt, als Vergleich, der frühere Jill,
hätte gesagt, wenn jemand gekommen wäre, nehmen wir mal dieses Beispiel wirklich, hätte sich vor mich gestellt mit dem Messer und gesagt, also einer von uns beiden stirbt hier, das ist ganz sicher, hätte ich sofort dem das Messer aus der Hand genommen und so gemacht. Okay, dann werde ich das sein. Und hätte mich selber schon abgestochen, ja, aus Vermeidung, vermeintlich, aber auch aus Bedingungslosigkeit, ja, nein, aber es wäre Vermeidung gewesen. Und heute, weil ich früher gedacht hätte, ja, ich bin doch kein böser Mensch, ich bin doch niemand, der jemandem Gewalt antut, das ist nicht mein Naturell, ich bin halt der Empathische und das und das. Und heute der Jill würde sagen, und aus tiefster Männlichkeit heraus, du, ich würde auch keinen Schritt nach vorne gehen. Ich finde das sehr traurig, dass es nur diese eine Möglichkeit gibt, dass einer von uns beiden überleben darf und der andere gehen muss. Vielleicht finden wir irgendwie eine Balance und wir dürfen beide sogar bleiben. Aber wenn derjenige dann davon nicht abzubringen ist und meint, dass einer stirbt, dann sage ich auch, dann kann ich dir aber versprechen, dass ich das nicht sein werde. Und dann würde ich auch mein Messer heutzutage mittlerweile ziehen und sagen, okay, pass auf, ich bleib hier wirklich stehen, kommst du mir nicht einen Schritt zu nah, passiert dir gar nichts, dreh dich um und geh deines Weges mit aller Liebe, aber kommt der mir dann zu nah, dann wäre das halt auch so. Und das ist halt das Spannende, dass das auch sehr viel weibliche Energie schon mit in sich trägt, nämlich dieses, sage ich mal, seine Kinder und sich beschützen, ja, also dieses einfach, weil ich glaube, jede Mutter, auch jeder Vater, aber Mutter ist trotzdem noch ein bisschen anders, würde sich, egal was es ist, vor ihr Kind schmeißen. Und das Abrufen an vermeintlich männliche Energie halt in Konflikt einzutreten und zu sagen, ey, hier leg dich ja nicht mit mir an, das würden sie für ihre Kinder tun, aber für sich selbst tut die weibliche Energie das sehr selten, sondern eher man wirft sich, unterwirft sich und man geht halt in diese Opferrolle, ne? Also Opfertäter. Und oft in Partnerschaften erlebe ich das auch, auch aus meinen Coachings in der Vergangenheit, dass oft die weibliche Energie sich sehr in der Opferrolle fühlt, anfangs, und diese männliche ablehnende Energie oft zum Täter gemacht wird, ne? Wie gesagt, Narzissmus ist gerade auch sehr im Trend, meine ich nicht negativ, so wie vegan und so auch im Trend ist und das einfach toll ist, aber ich bin, das habe ich auch im Buch, vielleicht Triggergefahr, sehr dankbar für jeden unterdrückenden Narzissten, weil wir und ich war ja auch diese unterdrückte weibliche Energie, würden nie aufstehen und unsere Kraft finden, wenn es da nicht jemanden gäbe, der seelisch schon mit uns verabredet hätte, pass mal auf, ich hole diese Energie aus dir raus und wenn ich dich dafür fertig machen muss. Ja, also so wie gesagt, wie die Transsexualität mich auch fast in den Suizid gebracht hat und dann sozusagen meine Transsexualität mein Gegenüberpart war, der aber halt in mir war und genau das passiert ist. Also das heißt, jede Unterdrückung und jede Kontrolle, die versucht wird zu übernehmen, schafft erst die Möglichkeit, sich zu befreien. Und das ist nicht in einer Partnerschaft, egal, selbst wenn es oft um sogar körperliche Gewalt geht, dann geht es natürlich körperlich ein Opfer, wenn da Gewalt angebracht wird. Also versteht mich jetzt nicht falsch, ne? Das ist eine Katastrophe. Aber trotzdem, in diesem Konstrukt von diesem großen Yin und Yang mit den einzelnen Yin und Yang-Kugeln gibt es weder Täter noch Opfer, sondern beide sind Täter und beide sind Opfer. Und Keiner ist besser oder schlechter, weil beide sich, auch wenn Gewalt dann ins Spiel kommt, trotzdem freiwillig dafür entscheiden oder entschieden haben, in diese Partnerschaft reinzugehen. Und wenn es dann schon gewalttätig wird, kann ich nur aus meiner Sichtweise sagen, weil ich habe auch körperliche Gewalt und sexuelle Übergriffe erlebt, sexuelle Übergriffe als Kind, aber auch körperliche Gewalt in der Partnerschaft, als ich erwachsen war. Und ich habe einfach alle Warnsignale, die vorher schon 10.000-fach da waren, nicht sehen wollen. Und deswegen musste es so weit kommen, dass mir körperliche Gewalt zugeführt wird, weil sonst wäre ich nie aufgewacht. Und hätte das nicht geschafft, diese Notwendigkeit, das ist auch so spannend. Not ist ein Riesengeschenk, auch so Worte, Notwendigkeit, ohne Not, keine Wende. Ne, wir sind so bequeme Menschen, wenn es uns nicht an den Kragen geht, warum sollte ich mir andere Wege des Lebens oder andere Lösungen suchen, wenn es ja alles so dahin plätschert? Ja? Also Notwendigkeit oder auch wenn Leute mir sagen, Jill, ich werde immer wieder enttäuscht, ja, dann sage ich immer, finde ich super, freu dich doch. Wie? Ja, du hast eine Täuschung
beendet oder dir wurde eine Täuschung zugefügt, vielleicht manchmal über Jahrzehnte und jetzt ist es zu Ende, was dich natürlich traurig macht, was Sachen in Gang bringt, aber trotzdem ist diese Enttäuschung was ganz, ganz Tolles. Ja, weil es, wie gesagt, ein Schattenthema aufdeckt und ganz viel Licht in Dunkelheit reinbringt. Und deswegen, ja, ist es partnerschaftlich oft schwierig, wie gesagt, diesen Spiegel, gerade wenn es so kontrovers vermeintlich ist, demjenigen aufzuzeigen, aber es ist so wertvoll, das zu erkennen, dass diese Gewalt gerade, und ich habe, wie gesagt, viele Frauen auch begleitet, noch keine Männer, also ich war ein Mann, der das erlebt hat, aber die körperliche Gewalt auch erlebt haben und dass die durch diese körperliche Gewalt trotzdem gemerkt haben und im Außen gespiegelt bekommen haben, wie gewalttätig sie emotional durch ihre Unterwürfigkeit und Selbstaufgabe selbst zu sich sind. Ja, also das ist nochmal ganz wichtig, ja. Vielleicht so sagen. Ich gucke mal kurz in den Chat, Sabine, genau, sag was. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt auch einfach rein, dann kommen wir da später vielleicht drauf zurück. Kommt noch jemand rein, Moment. Ja. So. Genau, und zwar wollte ich gerne noch sehr, sehr gerne was dazu sagen, weil ich dieses Thema kenne und ich in jungen Jahren in meiner ersten Ehe genau dieses Thema erfahren habe. Ich weiß nicht, wie viele Frauen jetzt oder auch Männer hier mit dabei sind, die auch sowas Ähnliches erfahren haben oder auch unter Gewalt gelitten haben. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Hallo Christina auch nochmal. Und ich war in so einer Ehe drin und ich habe ich werde jetzt 50, ich habe früher den Männern mein Herz hinterhergetragen. Alles gemacht, gekocht, geputzt, gewaschen, Kinder auf die Welt gebracht, mich um den Haushalt gekümmert, Fulltime-Job, Bankgeschäfte erledigt. Ich bin bis heute eine Löwenmutter geblieben, das bin ich, ne? Eine glückliche Löwenmutter. Aber ich musste auch diesen Weg gehen. Ich musste diesen Weg gehen, um meinen Selbstwert zu entdecken. Und mein Ex-Mann damals, das ist jetzt 15 Jahre her, und ich rede mittlerweile offen darüber und habe auch vielen Frauen im Weißen Ring geholfen. Mein Ex-Mann damals, der ist in 17 Fällen der Misshandlung angezeigt worden, angeklagt worden, die er auch zugegeben hat. Er hat dafür 2 Jahre auf Bewährung bekommen und eine Therapie, dass er eine Therapie machen muss. Und nach 2 Jahren kam er dann wieder und hat sich von seinem Therapeuten aus bei mir dann, hat mich dann um Verzeihung gebeten. Ich habe damals, nachdem ich das alles mitgemacht habe, auch in der Schwangerschaft, habe ich dann einen Cut gezogen, weil ich habe gedacht, nein, das mache ich nicht mehr mit. Ich muss hier auch meine Kinder schützen. Das war das A und O, auch meine eigenen Kinder zu schützen und habe gesagt, nein. Also ich habe das immer im Bauch schon mitgemacht. Also in der Schwangerschaft hat er mich schon geprügelt und als mein Kind auf die Welt kam, habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Habe eine Anzeige gemacht, habe mich getraut, zur Polizei zu gehen, habe eine einstweilige Verfügung bekommen und bin hier Stück für Stück meinen Weg gegangen. Ich hatte panische Angst, aber die Angst, noch mehr in diesem Martyrium zu bleiben, war viel, viel größer. Und da habe ich gedacht, nee, ich musste es. Und die Anzeichen, wie du eben so schön sagtest, du hast es ja auch erfahren, waren bei mir vorher auch da. Die waren bei mir auch da. Und ich habe immer gedacht, so okay, er geht in eine Therapie, er ändert was, er trinkt weniger Alkohol, hat er nicht gemacht. In die Therapiestunden ist er auch nicht reingegangen, obwohl er immer gesagt hat, er war da, muss man dazu sagen. Also und ich habe immer gehofft, dass eine Therapie hilft, ne? Habe selbst mittherapiert als Therapeutin, ne? Ich muss mal überlegen. Und hat natürlich alles nichts gebracht, weil er es von sich aus nicht wollte. Er hat die Notwendigkeit, also ja, ne? Nicht aber da, gesehen. Aber das ist so, Sabine. Und genau. Das für euch alle vielleicht auch nochmal, wenn wir jetzt mal ja. So bei Diktatur oder sowas sind. Warum sollte ein Unterdrücker, der mit all seinen Mechanismen und Knopfdrücken alles bekommt, was er will, wenn er sich nur mal ein bisschen männlich vermeintlich nach außen aufspielen muss oder dann halt mal kurz, ich sag's jetzt auch mal so salopp, also ne, Sabine, dich betrifft es selber, ich möchte da keinem zu nahe treten und denken, ach, das ist mal so, aber wenn er, sag ich mal, nur mal kurz seine Hand erheben muss, um praktisch wieder
seine Bediensteten in die Spur zu bringen. Warum sollte ein Unterdrücker, und das ist das, was partnerschaftlich auch ist, und wenn ich von Unterdrückung spreche, meine ich jetzt nicht solche krassen Fälle, sondern Unterdrückung sind ja kleine Manipulationen auch. Es muss ja bei nicht jedem so krass sein. Aber warum sollte ein Unterdrücker, und das macht die weibliche Energie aber immer, die darauf wartet und denkt, wie du es gerade gesagt hast, Sabine, ja, er macht das schon. Er macht das schon. Nee, ein Unterdrücker, warum sollte der auch damit aufhören, wenn für den alles läuft? Ja, warum sollte der irgendwann denken, ach, jetzt tut sie mir aber leid? Ne? Weil, wie gesagt, ihr habt das erstmal auch seelisch verabredet da oben. Und wie gesagt, der hat ja auch Schmerzen. Also diese äußerliche Gewalt ist ja auch nur eine Projektion. Dieser Mensch, diese Gewalt, die dann der andere abkriegt, gilt ja auch ihm selbst oder ihr selbst. Also wenn ich von ihm spreche, meine ich auch immer den Menschen, ja, nicht nur den Mann. Und deswegen ist es so wichtig. Und das ist das Geschenk. Man muss aufstehen, um sich widersetzen zu dürfen. Genau. oder man muss sich widersetzen, ne? Und dafür muss man aufstehen. Also deswegen ist es so wichtig, dass genau das nämlich, die Maria schreibt, sie ist auch lange so einer Illusion nachgelaufen, dass das aber auch das Geschenk ist. Du wirst keinen Menschen, der so sehr in der männlichen Energie ist, und nehmen wir jetzt mal bei einem Narzissten das Yin und Yang, da sind 90% halt männliche, weiße Energie und 10% schwarze. Das ist ein sehr krasses Ding. Der kann nicht anfangen, seine weibliche Energie in sich zu entdecken und auch in dieses reinzutauchen, wenn ihm dann nicht partnerschaftlich, und da meine ich, wie gesagt, auch freundschaftlich, Familie, aber oft liebesbeziehungsmäßig ist die Abhängigkeit am größten und halt auch der Spiegel am krassesten. Ja. Der kann nicht in die weibliche Energie finden, und deswegen ist die weibliche Energie auch die führende Energie. Also selbst die Frauen und Männer, die unterdrückt werden partnerschaftlich und die sogar wie du, Sabine, körperliche Gewalt auch erlebt haben, wie ich, sind trotzdem eigentlich die, die die Zügel in der Hand haben, nur wir checken es nicht. Und das ist nämlich der Punkt, weil erst kann dieses Yin und Yang, was so sehr in der männlichen Energie steckt, fest in seine weibliche Energie finden, wenn dieses gegenüberliegende Yin und Yang, so wie ich nehme jetzt dich als Beispiel, Sabine, du warst halt, sag ich mal, 80% weibliche Energie, hast gefressen und geschluckt. Erst wenn du anfängst, den Anteil der männlichen Energie in deinem Yin und Yang, nämlich zu sagen, pass mal auf, jetzt reicht's, das machen wir so nicht mehr. Und wenn du die männliche Energie in dir vorbildlich ihm vorlebst, dass das jetzt nicht mehr so funktioniert, dann kann das andere Ding, also dein Gegenüber partnerschaftlich, erst anfangen, auch in sich die weibliche Energie dann zu entdecken und mehr zum Vorschein zu bringen, weil es braucht erstmal, weil es geht wirklich um Formeln, also ne, dieses Universum ist Physik, dieses Universum, hier gibt es keinen Zufall, wir haben universelle Gesetze und das ist auch ein partnerschaftliches Gesetz. Wenn zwei unausgeglichene Yin und Yangs aufeinandertreffen und wie gesagt, es trifft dann halt der größte Gegensatz aufeinander, nicht, ach ja, es ist verhältnismäßig, sondern je unausgeglichener ich bin auf einen genauso unausgeglichenen Gegenpart treffe ich und das ist aber das Absurde, aber das Riesengeschenk, dieser Gegenpart kommt von einer ganz anderen Richtung als ich und alles, was ihr für normal und logisch die Leute, die in der weiblichen Energie sind, haltet, ist für den Menschen total bekloppt und das, was dieser Mensch, ja, der im Magnetfeld anders gelagert ist, für normal und logisch hält, ist dann für uns, die so viel in weibliche Energie sind, genauso absurd und wir denken so, hä? Wir versuchen den anderen aber immer durch unsere Augen und durch unsere Sichtweise zu reflektieren. Und das führt immer dazu, dass wir immer frustrierter werden und denken, ich begreife es nicht. Es wird ja immer konfuser und es wird ja immer paradoxer. Ja, und das ist es halt, dass wir lernen dürfen, durch die Brille zu schauen, wie sich jemand fühlt und wie jemand, auch was für Erfahrungen derjenige gemacht hat, der halt so sehr in dieser männlichen Energie festhält und da nicht rauskommt und wirklich halt zum Täter vermeintlich gemacht wird. Wir müssen das lernen zu reflektieren, durch seine Augen zu sehen, damit wir das in uns kultivieren können. Und so wird dann wieder ein Austausch und ein Fluss daraus. Dieses, ich habe recht und der andere sagt, er hat recht, das führt ja nicht zu einem Fluss, sondern das sind Blockaden. Und so kann eine Partnerschaft, egal in welcher Ebene, immer nur zu einer
mangelnden Trennung führen, nicht zu einer erfüllten Trennung, weil es gibt ja auch erfüllte Trennung, ne? Also wo kein Hass oder irgendwie sowas ist. Und deswegen ganz wichtig, und deswegen finde ich das auch immer so, wenn Leute mit dem Finger dann halt auf jemanden zeigen und sagen, ne, so wie du es gerade erzählt hast, so dieser Mensch, das und das, der ist einfach nur zerstörerisch oder keine Ahnung was. Drei Finger zeigen immer auf einen selbst. Also es gibt, wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, oh, ich heiße das gut, was der macht. Es geht nur darum zu sagen, ich möchte gerne mich mit dieser Energie verbinden und verstehen wollen, warum dieserjenige Mensch das aber macht. Weil Sabine, du hast deinen Mann ja auch sehr geliebt, so wie ich meine Ex-Partnerin damals auch. Diese Menschen sind ja nicht grausam und einfach ohne irgendwas vermeintlich grausam, sondern die sind genauso grausam wie wir oder halt genauso wenig grausam wie wir. Und da muss man sich anfangen oder darf man sich anfangen, mit zu befassen, die andere Seite einnehmen zu wollen. Was wir aber oft damit verwechseln, dass wir dann denken, oh, wenn ich die andere Seite jetzt einnehme und wenn ich sage, ey, ich verstehe dich sogar, dann geben wir dem Recht. Nee, sondern ich kann mittlerweile sogar, ich hatte mal so ein cooles Projekt, Sabine, du bist sofort dran, wo es darum ging, Mörder verstehen zu können, Serienkiller. Ja? Und ich fand diese Psychologen auch so gigantisch, weil die sind so respektvoll miteinander umgegangen und das waren auch sehr liebende Menschen, diese Täter, ja, und das waren sogar sehr sympathische, charmante Menschen sehr oft, und das ist so spannend halt, dass man einfach denen auch begegnen darf, auf Augenhöhe, respektvoll, aus der Fülle, ohne Wertung, was dann aber nicht heißt, nur weil ich mich respektvoll mit irgendeinem verurteilten Menschen oder sowas befasse, dass ich sage, oh, das finde ich aber super, dass du das gemacht hast, weil ich würde auch, wie gesagt, ob es ein Nazi ist oder sonst irgendwas, einer von Coaching-Kollegen, habe ich Sabine auch schon mal erzählt, war ein größter Rechtsradikaler, der ist nur zu einem Coach geworden, der das jetzt verhindern will, weil er irgendjemanden getroffen hat, der gesagt hat, ich verurteile dich jetzt nicht, sondern du bist doch ein toller Mensch, ich gucke mich dir jetzt mal nur mit dem Herzen an. Und das war sein Ausstieg. Versteht ihr, was ich meine? Und oft ist das so, wenn jemand was Schlimmes macht und gerade partnerschaftlich, wir gehen immer in die Wertung und sagen, du bist schuld, du hast das und das falsch gemacht und das und das. Und ist ein Tauschgeschäft und darum geht es halt nicht. Ne? Deswegen, das ist nochmal wichtig, dass ich so ein bisschen für die Täter auch, hört sich so doof an, aber deswegen auch habe ich mit Sabine auch letztens lange drüber gesprochen. Dieses Missverständnis oft sexuell, was ich auch kenne, in meinem Freundeskreis damals, zwischen Männern und Frauen, gerade Anfang der 20 bis zu 30 hin und dann ab 30 bis 40, das ist auch oft, wenn wir jetzt von heterosexuellen Sexualitäten reden, ich habe so viele Freunde, die liebendsten Menschen und Männer sind, die ich kenne, die wurden aber am Anfang ihrer Sexualität von ihren Partnerinnen oft belogen in Bezug auf so Orgasmen zum Beispiel. Ja, Orgasmen. Hatten wir ja das Thema, ne? Genau, aber auch so, dass die Frau oft das Gefühl vermitteln will, logisch, du machst alles richtig, der Mann ist ja eher da, macht oft der Leistungsträger, und dass diese Jungs oft belogen wurden und dachten, alles klar, wenn ich mit einer Frau schlafe, weil seine erste Freundin immer mit ihm gleichzeitig einen Orgasmus hatte, dann ist das halt so. Und dass da halt das nicht dazu beiträgt, dass das in eine gute Entwicklung führen kann, sondern dass diese Missverständnisse oft daraus resultieren, dass wir uns dem anderen nicht zumuten wollen und Angst davor haben, dass sich jemand abgelehnt fühlt. Ne? Also deswegen auch, es sind so viele Missverständnisse, und ich weiß das, weil ich früher noch als Frau äußerlich bei jedem Mädelsabend dabei war, und ich weiß, wie das war, wenn dann der Bruder mal reinkam oder auch der Freund oder so. Sofort, wenn ein Junge reinkam, war diese weibliche Energie total anders, aber auch bei den Jungs. Wenn ich Jungsabende mitgemacht habe und dann kam mal die Schwester rein oder eine Freundin, dann waren die auch sofort anders. Und das ist halt das Geschenk, was ich mittlerweile so fantastisch finde, dass ich das kennenlernen durfte, oder auch wie es ist, als Frau aufgebrezelt rauszugehen und wirklich normale Übergriffigkeiten vermeintlich für unsere Gesellschaft erleben zu müssen. Ja? Und als Mann rauszugehen und zu merken, oh, auch für mich, als ich dann körperlich ein Mann war, da musste ich erstmal mit lernen, klarzukommen, dass Frauen auf einmal, nur weil die einen Mann in mir äußerlich gesehen haben, viel, viel mehr auf Abstand gegangen sind.
Ja, also habe ich als Frau eine Frau kennengelernt, wie gesagt, gar nicht mit sexuellem Interesse, war da eine Offenheit und keine Ahnung was. Und auf einmal, ich, Jill, immer noch der gleiche Mensch, bin, sage ich mal, wieder in so eine Situation gekommen, viel, viel mehr Distanz, Reserviertheit und auch gefühlt, ich habe gemerkt, dass manchmal Frauen Angst, wirklich, also ich habe da Angst in der Energie wahrgenommen und dachte mir so, habe ich noch nie so empfunden, damals halt körperlich als Frau, einfach nur das Erscheinungsbild setzt was in Gang, ne, beim Gegenüber, was man halt auch nicht weiß, wenn man nur als Mann sein Leben die ganze Zeit unterwegs war oder halt nur als Frau. Und das fand ich so spannend, dass ich halt diesen Unterschied wirklich erleben durfte. Ja, und was das wirklich, also wirklich alle Frauen, ihr habt meinen größten Respekt und ich rede jetzt wirklich von äußerlichen Frauen, weil es gesellschaftlich einfach noch so ist. Es ist wirklich ein komplett anderes Leben, was sich ein Mann, der nie in dieser Rolle drin war, wie ich es jetzt im Nachhinein weiß, wirklich nicht vorstellen kann. Natürlich auch andersrum, aber es ist leider noch so, wir sind ja gerade im Wandel ins neue Zeitalter, dass wir halt oft noch patriarchisch, gerade im Berufswelt, wenn es um Familiengründung geht und so sind. Ja, deswegen Hut ab an euch Ladies, wirklich in diesem Hexenkessel voller Männer oder halt auch, wie gesagt, männlicher unterdrückender Energie. Es ist wirklich krass, wozu ihr hier im Feld beitragt und ich freue mich wirklich dann auf das neue Zeitalter und auf das Ende des Patriarchats sozusagen. So. Ja, das hast du wunderschön gesagt und genau das ist es letztendlich. Ne? Also wirklich auch da in diese Rollen eintauchen zu können. Und ich wollte noch mal eben kurz zu mir was sagen zu dem Thema Täter, Opfer, Opfer, Täter. Ich durfte lernen und das war das Wichtigste in meinem ganzen Leben. Und ich bin für diese Ehe sehr, 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 sehr dankbar, weil ich erstens zu mir selber gefunden habe. Ich habe gelernt, Grenzen zu setzen. Ich habe früher immer zu allem Ja gesagt, aus Angst, wenn ich Nein sage, abgelehnt zu werden. Ich habe gelernt, zu mir zu stehen als Frau, als Mensch, als das, was ich bin. Ich habe gelernt, für meine Kinder einzustehen. Ich habe gelernt, dadurch nicht immer das ewige Opfer zu sein, sondern ich war Täterin. Auch bewusst zu sagen, ich war richtig die Täterin, weil ich habe mir das selber angetan. Ich war Täter mir gegenüber und habe mich, ich habe das zugelassen. Und dann auch das erfahren zu dürfen, wie sich mein Mann gefühlt hat. Also dadurch, dass ich selber Psychotherapeutin bin, konnte ich das. Deswegen hatte ich ja auch immer dieses Mitgefühl und habe gesagt so, ich verstehe es, ich verstehe dich, ich weiß, wo dein Schmerz ist, ich weiß, warum du zuschlägst, ich weiß, warum du das machst. Dennoch war es nicht meine Aufgabe, als seine Partnerin ihn zu therapieren, das machen ja viele immer ganz gerne, sondern ihn einfach dann irgendwann zu sagen, so stopp, du bist nicht nur der Täter, du bist auch dein Opfer, aber schau dahin. Und durch das, was da zwischen uns entstanden ist, musste er dann irgendwann dahin schauen. Ne? Also durch das, weil ich irgendwann die Grenze gesetzt habe und ich bin in meine volle Kraft gekommen und bin so zur Löwenmutter geworden und habe da wirklich meine Energie gelebt, die ich vorher unterdrückt habe, da habe ich gemerkt, ich habe so viel freigesetzt, dass er auf einmal angefangen hat, mehr in seine weibliche Energie reinzukommen. Er hat geweint und durch die Therapie und durch das, was er, wo er durch musste oder auch dafür vom Gericht her verurteilt worden ist, ist er dadurch und hat ganz, 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 ganz viel in diesem Prozess auflösen dürfen und hat angefangen, sich mit sich selbst zu konfrontieren. So, und es gibt einige, ich sage, jeder Mensch kann sich ändern. Jeder Mensch kann bei sich hinschauen. Moment, da kommt noch jemand. Jeder Mensch kann bei sich hinschauen. Doch wichtig ist es. Es ist so unglaublich wichtig, wirklich beide Seiten zu sehen, in diese Wahrnehmung auch zu kommen. Und das ist das, was du eben so schön gesagt hast, Jill. Das ist das, was du eben so schön gesagt hast. Auch die andere Seite zu verstehen. Ne? Dieses Beispiel mit den Mördern, mit dem Psychologen. Ich habe viel mit Narzissten zu tun oder Borderlinern. Das ist so mein Gebiet.
und oder mit Frauen, die mit Narzissten zusammen sind. Und da ist es so unglaublich wichtig. Und ich sage immer, das ist das größte Geschenk. Das ist das größte Geschenk, um wachsen zu dürfen. Also ich bin seitdem über mich hinaus gewachsen. Wirklich über mich hinaus gewachsen. Und ich bin unendlich dankbar dafür, für meinen Ex-Mann. Und bis heute kann ich nur noch sagen, danke für diese Erfahrung. Ich musste dadurch, um ja, die Reise zu mir selbst anzutreten, um die Ehrlichkeit zu mir zu leben, um meine Schattenthemen endlich aufzudecken. Und es war ein riesen, riesengroßes Geschenk. Jetzt darfst du gerne weitermachen. Und wenn ihr Fragen habt an dieser Stelle, schreibt sie bitte in den Chat rein. Wenn ja, oder meldet sagt, euch. Oder meldet, oder ich, meldet wollte, euch. Ich wollte das nämlich gerade sagen, einfach mal, weil das immer das Beste ist, vielleicht für alle auch, die dann passiv daneben sind. Also ich finde immer das Beste, wenn man halt von Sachen erzählt, die man erlebt hat. Und vielleicht hat ja einer von euch, dass wir wirklich auch ein bisschen mehr noch in einen Austausch gehen. Gerade eine Situation oder die Schwester einer Schwester des Kollegen hat eine Situation, die vielleicht mit ganz kurzen Sätzen, also das muss ja nicht in die Tiefe gehen, mal angerissen wird und man kann vielleicht wirklich praktische Beispiele geben, weil wie Sabine gerade gesagt hat, ich habe wirklich auch oft Frauen gecoacht, die mit Narzissten zusammen waren und am Ende dann die Narzissten im Coaching gehabt, die heulend bei mir am Telefon hingen, die mich am Anfang gehasst haben und ich manchmal Angst hatte, dass irgendeiner um die Ecke auf mich wartet und mich um die Ecke bringt, weil ich denen das Leben so schwer gemacht habe durch die Stärke der Frau dann in dem Moment. Tschüss Renate, die Renate, die geht. Deswegen hat einer gerade vielleicht irgendwie was ganz so... Kurz. Ja? Achso, siehst du das im Chat, Jill? Ganz kurz, weil bei mir hängt manchmal der Chat. Also wenn ihr Fragen habt, also guck du auch mal zwischendurch, weil bei mir hängt es manchmal. Ansonsten ruhig, geht ruhig rein mit euer Mikrofon, macht es an und stellt eure Fragen. Das dürft ihr gerne jederzeit tun. Ja. Und Heike, Heike an alle, und wenn man betrogen und belogen wird. Liebe Heike, was zeigt dir auf, wenn du betrogen und belogen wirst? Jill, möchtest du was dazu sagen? Ich überlasse es gerne dir. Also, erstmal ist schon mal wichtig, also ich wurde auch betrogen und belogen, und das Krasse ist, ich habe auch betrogen und belogen und wirklich eine der größten Lieben meines Lebens, muss man sagen. Also wichtig ist, Heike, wenn du außen betrogen wirst, ist auf jeden Fall was da, wo du noch Selbstbetrug lebst, ja, und das muss gar nicht irgendwas Krasses sein, keine Ahnung was, sondern das kann auch immer, je bewusster man wird, umso mehr schleicht sich Selbstbetrug ein, den man sich dann auch noch schönredet und gar nicht so erkennt, aber Betrug, also ich kann dir nur sagen, dass jemand, der betrügt, weil ich war das ja auch sehr lange, das aus einem Mangel heraus macht und derjenige eigentlich, wenn man es nur energetisch und wie gesagt als Formel sieht, eigentlich das Opfer ist, was zu schwach ist, ja, erstmal die Kommunikation auch zu suchen. Also ich kann von mir sprechen, ich habe betrogen und belogen und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, ich konnte gar nicht fassen, dass diese Frau sich für mich, weil da die hat mich noch als Frau sogar körperlich geliebt, obwohl sie heterosexuell ist und mich dann während den Operationen begleitet. Ich konnte einfach nicht begreifen, dass diese Frau wirklich mich so sehr will und liebt, dass ich das hinbekomme, die bei mir zu behalten. Und dann wird dieses Loch immer größer in dir und du hast aber auch Angst, das anzusprechen und zu sagen, ne, also ich kann mir das nicht vorstellen, sondern dann fällt man ja oft, wenn man noch vielleicht da nicht so bewusst ist, in so Taktiken oder sowas, und dann wollte ich mich gefühlt noch cooler geben und das überspielen, was da passiert ist. Und deswegen derjenige, der betrügt, ich habe dann aus einem Mangel heraus betrogen, weil ich mich nicht gut genug für diese Frau gefühlt habe und auch nicht stark und gut genug, das ehrlich anzusprechen, was ich eigentlich für eine Wurst bin, ja, und dass ich einfach denke, ich habe die gar nicht verdient und immer noch nach außen getan habe, als ob ich aber der Checker bin und dann einfach Betrüger wurde, weil ich Energie brauchte, ja, also die ich mir aber selber nicht stark genug war und geben zu wollen, indem ich nämlich diese Schattenseite hätte offenlegen müssen und sagen müssen, ey, so sieht's eigentlich in mir aus, sondern ich wollte vor ihr
diese Fassade halt des starken Mannes, weil ich dachte halt, nur dann bleibt sie. Ja, wenn ich jetzt noch sage, dass ich so eine Wurst bin, dann rennt die ja erst recht weg. Das war so mein Gedanke. Also habe ich angefangen zu betrügen und andere Frauen ausgesaugt und mir die Bestätigung geholt, die ich dann von denen brauchte, um praktisch der Liebe meines Lebens auf Augenhöhe begegnen zu können. Also Betrug ist ein ganz, ganz großer Mangeleffekt. Und wenn wir das auch anders gelernt hätten, das ist ja auch so kollektiv, dass uns suggeriert wurde, wenn du betrogen wirst, dann scheint was mit dir nicht zu stimmen. Dann scheinst du irgendwas nicht geben zu können oder da ist was zu wenig. Nee, sondern der, der betrügt, der merkt eigentlich eher schon, dass was zu wenig ist, aber der traut es sich nicht, dann anzusprechen, weil dann das zu wenige ja offensichtlich wird und dadurch der Verlust von dem Menschen, den man ja unbedingt halten wird, auf jeden Fall in Stein gemeißelt sein müsste. Das sagt uns ja unser Verstand dann. Also wenn du dir das jetzt sagst, dann ist sie weg. Und deswegen, liebe Heike, ist da irgendwas noch, was aber aufgedeckt werden darf? Und vielleicht, ich weiß ja jetzt nicht, wie ihr kommuniziert, weil oft der Betrogene in der mehr weiblichen Energie ist und du vielleicht, also gerne auch vielleicht durch das Buch, also ne, wie gesagt, jeder, der das Buch bestellen will, kann mir eine E-Mail schreiben, vielleicht das auch nochmal klarer siehst, dass wenn du dann von der Wippe absteigst und wirklich sagst, so, das lasse ich jetzt nicht zu, obwohl ich dich nicht verlieren will, weil ich liebe dich, aber in diese Klarheit reingehst und sagst, ich möchte das aber nicht mehr mit dir erleben, dass hat mich zerstört und so will ich eine Partnerschaft nicht, obwohl ich dich liebe. Ja, also jemand zu lieben heißt nichts zu sagen zu müssen. So diese Sprüche, auch diese romantischen Sprüche, die Liebe schafft alles. Die Liebe, also wenn man sich liebt, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dann muss man zusammen sein. Nein, sondern du kannst jemanden lieben und sagen, so wie das aber gerade ist und in dieser Unausgeglichenheit und was ich schon erlebt habe an Verletzungen mit demjenigen, möchte ich trotzdem nicht mit diesem Menschen zusammen sein, bis sich eine Lösung oder ein anderer Umgang bietet. Also Heike, vielleicht mal, Maria, ich lese gleich deins vor. Wenn du jetzt eine Firma mit jemandem hast und du merkst, dann nimmt sich jeden Tag der andere 200 Euro aus der Kasse, ohne dass er dir das sagt, dann würdest du ja auch damit sofort irgendwie anders umgehen, als wenn es in der Liebe ist. Und in der Liebe ist es dann oft so, okay, dann trauen wir uns das nicht und dann will man dem anderen das nicht irgendwie zumuten. Also deswegen, man darf das wirklich ganz sachlich, so wie man sich auch hinsetzen würde, wenn jetzt die Firma schief läuft, sagen, da müssen wir uns jetzt hinsetzen, von außen Hilfe holen, ob mit auch irgendwelchen Marketingleuten oder keine Ahnung was, aber man wird sich Hilfe holen. Und einer von beiden Chefs, der dann den Betrug auch aufdecken würde, würde sagen, so geht's nicht weiter, aber ich will jetzt nicht alles hier in die Tonne kloppen und man sagt sofort, die Firma ist jetzt vorbei, ja, sondern dann kann man anfangen, die Lösungswege zu gehen. Und deswegen, Heike, es ist auf jeden Fall ein Mangelzeichen von deinem Gegenüber, dass er lügt und betrügt und eigentlich die Liebe zu euch wahrscheinlich schützen will. Ja, hört sich bescheuert an und deswegen es sich nicht traut, vor dir offen zu legen, weil sonst könnte er ja auch mit, also er könnte ja gehen, ne? Also du zwingst ihn ja hoffentlich nicht, bei dir zu bleiben irgendwie mit irgendwelchen Fesseln, ja, also das ist das Wichtige. Du darfst dem wahrscheinlich helfen, ja, in diesen Dialog und in diese Sache einzutreten, weil er es sich nicht traut anzusprechen, sonst hätte er dich nicht betrogen. Und wie gesagt, ich hätte damals sonst auch nicht betrogen. Ich war einfach zu feige. Genau. Das auf den Tisch zu legen. Ganz kurz, Heike hat noch mal was reingeschrieben hier. Und auch Christine, ganz toll, dass ihr mitmacht. Habe es immer wieder angesprochen und war dann konsequent, aber die Beziehung ist zerbrochen. Ja, und es ist halt immer wieder diese Chance, ich kenne das auch von diesem Betrug und permanent angelogen zu werden. Und das war für mich auch wieder so eine Selbstreflexion zu gucken, wo belüge ich mich selbst? Ne? Also nicht, wo betrüge ich den anderen? Für mich war in der Beziehung immer die Ehrlichkeit wichtig, meinem Partner zu sagen, was ich tue, transparent zu sein. Aber ich habe das vielleicht zu meinem Partner gelebt, aber nicht zu mir selbst. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, wo man hinschauen darf. Wo lebst du es nicht zu dir selbst? Wo sagst du immer wieder ja, obwohl du nein meinst? Wo spielst du vielleicht im Bett in der Sexualität was vor, obwohl du was ganz anderes willst und es tut dir nicht gut, aber du machst es mit, weil es halt schon so zur Gewohnheit geworden ist. Also
schau auch da bitte hin oder für jeden, der zuschaut, auch da ist es wichtig, in diese Eigenwahrnehmung zu gehen und immer wieder auch mal zu schauen, wo betrüge ich mich gerade selbst? Wo stelle ich mein Leben zurück? Wo mache ich andere dafür verantwortlich, wo ich gerade stehe? Und immer wieder, ja, ich trage dir mein Herz hinterher, ich mache das und das. Oder wo bist du in Erwartung gegenüber einem Menschen? Und ich sage immer, Erwartungshaltung zu haben, ist egoistisch. Also in meinen Augen ist es einfach purer Egoismus, weil du kannst von einem anderen Menschen nichts erwarten, was er nicht freiwillig bereit ist, dir zu geben. Nur weil du das jetzt in dem Moment willst, ob das jetzt im Bett ist oder ob das ist, dass er jetzt unbedingt einkaufen geht oder die Wäsche macht oder sonst irgendwas. Man kann sich hinsetzen, man kann darüber reden, wie man sich vielleicht eine Co-Kreation, Kooperation oder eine Partnerschaft vorstellt. Beziehungen, dazu gehören ja immer auch zwei oder mehrere. Aber etwas zu erwarten, was ein Mensch jetzt in dem Moment nicht bereit ist zu geben und es dann trotzdem zu verlangen, das ist Egoismus. Und genau darum geht es, da hinzuschauen und auch wirklich, wo betrügst du dich selbst? Bist du immer in einer Erwartungshaltung? Und wie geht es dir damit? Wirst du permanent enttäuscht? Und du bekommst dann immer genau das, was du nicht willst, weil deine Energie immer dahin geht, was du nicht willst. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und was machen dann die meisten Partner? Die meisten Partner machen genau das. Sie betrügen und belügen. Das heißt, du wirst enttäuscht. So, weil du es anziehst, weil du eine Erwartungshaltung hast, was dein Gegenüber einfach nicht realisieren kann. Aber weil dein Gegenüber auch im Mangel ist, ne, und Angst hat, dich vielleicht zu verlieren, fängt es dann an zu betrügen und zu belügen. Also das ist Mangel auf beiden Seiten. Und da dürft ihr euch hier auf Augenhöhe begegnen. So, und ich habe jetzt gerade hier, ich gehe jetzt mal ganz kurz den Chat durch. Wir haben gerade ganz viel bekommen. Moment. Ich kenne diese Situation von meinem Vater, dadurch bin ich sehr stark geworden. Mein Problem ist dadurch, dass ich die Mutter von meinem Ehemann ständig war. Ah, du hast die Mutterrolle übernommen. Jetzt wurde mir gerade klar, möglicherweise spiegelt mir mein Mann mein eigenes Kind in mir, das ich sehr lange nicht gesehen habe. Da ich das Kindsein nie so leben konnte, kann das so sein? Moment, da hat Christine noch mal was. Nee, das ist Christine. Das heißt, der Betrogene muss auch mehr von der weiblichen in die männliche Energie, damit man auch dem Partner die Möglichkeit gibt, in seine Energie zu kommen und ehrlich zu sein. So erhellend, vielen lieben Dank. Wichtig ist die Ehrlichkeit und Transparenz. Das ist auch das, was Jill eben schon gesagt hat, von Anfang an, die Ehrlichkeit und Transparenz in einer Beziehung zu leben. Wenn du im sexuellen Bereich irgendwas hast, was du gerne ausprobieren möchtest, was dir fehlt, was du gerne machen möchtest, oder es macht dir irgendwas keinen Spaß und dein Partner denkt, oh, es macht dir aber Spaß oder ne, hat dir aber doch Spaß gemacht und du hast ihm immer was vorgegaukelt. Also es ist wichtig, auf allen Ebenen des Seins die Ehrlichkeit zu leben, auch wenn es noch manchmal so wehtut. Aber das Ehrlichkeit hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. So, und da hinzukommen und auch bereit zu sein, sich hinzusetzen, auf Augenhöhe zu kommunizieren und auch die Schattenthemen sich anzuschauen und wirklich ehrlich dem anderen zu sagen, ey, ich bin unglücklich aus dem und dem Grund. Und der andere sagt, und ich aus dem und dem Grund. Wie können wir Lösungen finden? Also wirklich lösungsorientiert. Und es geht nur auf Augenhöhe. So, und ich habe jetzt hier noch was. Ich habe das Gefühl, immer wieder zu schnell aus Beziehungen wegzurennen und bereue es dann. Habe es jedoch aus Selbstliebe getan. Das hat die liebe Katrin geschrieben. Hast du es aus Selbstliebe getan oder aus Angst, weil du mit deinen Schattenseiten konfrontiert worden bist? Oder weil es zu anstrengend wurde? Deswegen, das ist, wollte ich nämlich auch kurz sagen, ist immer so, weil auch das, was du gerade vorgelesen hattest, Sabine, da mit dem, kann das sein, dass ich das Kind dann bin, oder, also wichtig Maria. Ist immer, genau, Maria, Entschuldigung, aber auch die Katrin jetzt so, genau, mit dem Wegrennen, genau, man kann immer eine Tat aus Mangel und aus Fülle machen, ja, also es gibt nicht immer nur ein Verhalten, wo man sagen kann, genau, das ist jetzt dann richtig oder falsch, ne? Das gibt es eh nicht, aber so das Problem ist,
Genau, bist du weggerannt wirklich aus Selbstliebe und aus Fülle, weil dann müsstest du nicht wegrennen, dann könntest du nämlich stehen bleiben und sagen, genau, meine Liebe, ich liebe dich, ich kann dir aber nur sagen, das und das macht mir gerade Angst oder das und das, das fordert mich heraus oder das bringt mir Zweifel, was auch immer, weil du bist ja aus irgendeinem Grund dann weggegangen und wenn du es dann aber bereust, dann scheinst du es aus einer Vermeidung gemacht zu haben oder dann muss es Vermeidung gewesen sein, weil dann wäre diese Reue nicht eingetreten, weil wenn du halt in Ausbalance bist, also Zweifel und Reue kommen immer, wenn irgendwas nicht ausbalanciert ist und dann kann das nicht aus der Fülle passiert sein, weil dann müsstest du gar nicht wegrennen, dann könntest du nämlich stehen bleiben und sagen, du, ich liebe dich, ja, und du brauchst auch nicht sagen, noch eine Chance oder das und das, keine Ahnung, sondern die und die Sache geht für mich nicht, weil da bin ich mir gegenüber mehr übergriffig, wenn ich dir das jetzt zugestehe, so, als wenn ich jetzt bei dir bleiben würde. Ne? Also deswegen, man muss nicht wegrennen oder flüchten, wenn ich eigentlich ja damit klar bin, dass ich die Entscheidung halt getroffen habe, okay, dann kommt eine Partnerschaft nicht in Frage. Trotzdem kann ich jemanden weiterhin lieben, ja, auch sogar mit dem weiterhin Kontakt haben. Es kommt halt immer drauf an, wie weit bin ich, in welchem Prozess bin ich gerade. Das ist ja auch mal wie Ebbe und Flut. Abstand, Verbindung, Abstand, Verbindung. Wir lernen nur immer, dass Liebe immer eine Verbindung sein muss. Oh Gott, und es darf auch am besten nicht dunkel werden. Und das ist halt nicht ja, der Rhythmus des Lebens und des Universums. Und deswegen ist es wichtig, Katrin, dass du vielleicht nochmal guckst oder gerne auch sprichst, wenn du magst, warum du denkst, dass man vielleicht nochmal hinkommt. Jetzt schreibt Katrin, ich denke doch, es war Mangel und Angst und ja, ich liebe ihn noch, doch er ist in einer neuen Beziehung. Ja, aber das zum Beispiel ist auch eine Sache, da kann man ganz klar, und das ist auch so, wenn ich oft höre, so ja, ich gehe da nicht hin und sowas, da ist jemand in einer Partnerschaft, wenn jemand in einer Partnerschaft ist, wo alles toll ist und ich meine jetzt hier nicht jemandem sexuelle Avancen zu machen und jemand anzuflirten, der in einer Partnerschaft ist, ja, aber wenn jemand wirklich in es hängt gerade etwas. Also bei mir hängst du etwas, Jill. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du mich hörst. Hört ihr ihn alle noch gut? Also ich auch nicht. Okay, Jill, du hängst. Jill, du hängst, wir hören dich nicht. Guck mal gerade bei deiner Verbindung. So, Moment, Jill kommt gleich wieder dazu. Das kann manchmal passieren, wenn das irgendwie, ja, Samstagabend, da ist meistens das Internet überlaufen. Wie gesagt, ich finde, jetzt ist Jill wieder da. Super. Ja, jetzt musst du nur noch dein Mikro nochmal anmachen. Du warst auf einmal weg. Ja, ich weiß aber noch, wo ich war. Sorry. Ich war irgendwie weg. Also nochmal kurz Katrin. Sorry, ja, jetzt für das. Soll alles ich kurz zu Ende sprechen? Ja, klar. Klar, ja, bitte. Also, dass du wirklich diesem Menschen gegenübertreten kannst und sagen darfst, so, ich liebe dich und ich habe einfach reflektiert, dass ich damals gedacht habe, ich bin aus Selbstliebe gegangen und keine Ahnung was, aber nee, das war einfach Vermeidung und totaler Mangel und ich wollte dir nur sagen, ich will nicht deine Beziehung zerstören, weil nochmal, das kannst du auch nicht, wenn da jetzt eine Liebe ist, ja, weil das kennt vielleicht jeder von euch, also, wenn ich in einer Partnerschaft bin und dann kommen Angebote, dann kann man die auch sehr dankend und wertschätzend ablehnen und sagen, ey, ich freue mich darüber, dass du mir deine Empathie oder deine Gefühle öffnest, aber ich bin glücklich und danke dir dafür und ich wünsche dir alles Gute, aber da ist kein Problem, da kann man hingehen und halt sagen, du, so und so sieht's aus und dann kannst du die Energie arbeiten lassen und dich nicht dann in Anführungsstrichen abwenden und abcutten, aber dann kannst du wieder das Feld von diesen Menschen, um den es da geht, verlassen und warten,
also nicht warten, sondern und dein Leben weiterleben, weil das Universum wird dir auf jeden Fall immer jemanden schicken. Wir sind immer nur nicht im Vertrauen, dass dann nach dem anderen doch vielleicht nochmal ein neuer Mensch kommen könnte. Ja, aber das wird passieren, weil jeder ist hier, um Liebe zu erleben. Und deswegen führen wir oft auch so krampfhafte Mangelbeziehungen, weil wir immer denken, oh Gott, wie soll ich denn jemals wieder jemand Neues finden? Aber Katrin, also ich würde dir raten, wenn ich jetzt mit dir in einem Gespräch wäre, steh ganz offen dazu, mach keine manipulative Scheiße und versuch den da irgendwie wegzulocken, weil das wird eh nicht funktionieren, ja. Nochmal, das Universum bestätigt immer alles mit Ja, und wenn du manipulierst, dann kriegst du da auch eine Manipulation zurück und der Bumerang trifft dich hinten am Kopf. Also, aber äußer das. Also, weil so kann ja praktisch die Energie und die Webmaschine des Universums auf jeden Fall keine Verbindung mehr mit diesen Menschen möglich machen. Und deswegen, es geht nicht darum, kämpfe den, geh da jetzt hin und jag die Alte, weiß nicht wohin, sondern sag, was du denkst, was du fühlst, steh dazu und weiter deinen Weg gehen und gucken, was daraus entsteht. Und erstmal vielleicht eine Kommunikation oder auch eine Freundschaft sogar, keine Ahnung was, weil die Basis auch jeder Partnerschaft sollte eine Freundschaft sein. Wir sind immer so ehrlich zu unseren Freunden, nur zu unserem Partner nicht. Ne? Und deswegen, wir sollten auch manchmal langsamer mit einem Sex oder mit einer Hingabe körperlich, meiner Meinung nach, ja, beginnen, weil ich habe so oft im Coaching, dass mir Leute auch sagen, oh Gott, die drei Worte, ich liebe dich und sowas, ne, er hat sie noch oder sie hat sie noch nicht gesagt oder wie soll ich das sagen? Und ich sage immer, du bist jetzt schon seit 6 Wochen mit der Person, ich sag's mal so salopp, jeden Tag am Knickknack machen, ja, und wir reden hier gerade von einer Bedeutung von 3 Worten. Ich so, du gibst dich mit deinem, ob jetzt Mann oder Frau, mit deinem Schoß, mit deinem intimsten an Energie, was dir zur Verfügung steht, verschmilzt du mit diesen Menschen schon 6 Wochen lang, und wir reden jetzt darüber, wie gefährlich das sein könnte, ja, über Liebe zu sprechen. Also auch da, ich würde immer lieber ein bisschen länger kommunizieren und nicht so schnell in die energetische, körperliche Verbindung mich reinstürzen, weil das oft auch Vermeidung ist in unserer oft noch sehr pornografischen Gesellschaft. Ja, dann geben wir lieber unseren Körper, schmeißen den Körper da rein. Dann muss ich ja keine kennenlernenden Gespräche so unbedingt oder Schattenthemen ansprechen. Also auch da gerne oft manchmal lieber 20.000 Schritte langsamer gehen, weil wenn ihr es dann seid, dann habt ihr ja noch das ganze Leben lang. Und oft kommt dann halt auch wieder diese Angst dann, oh Gott, wenn ich jetzt hier nicht schnell eine Entscheidung treffe oder das, dann ist die oder ist der wieder weg. Ja, also wir sind immer in einem, als ob uns das wieder weggenommen werden soll, und immer in dieser Angst oft schon mit dem Ende beschäftigt, obwohl es noch gar nicht angefangen hat. Und ja, vielleicht ist es dann auch nur eine Woche sogar. Das Risiko hast du auch, wenn du, wie Sabine auch gerade gesagt hast, sogar mit jemandem Kinder bekommst und sowas, oder ich war auch schon verheiratet, du kannst niemanden an dich binden, und es ist immer die Gefahr da, dass das zu Ende geht und dass man das wieder verliert, und davor kannst du dich nicht schützen. Im Gegenteil, je mehr du dich schützt, umso schneller wirst du dieses Ding verlieren. Also deswegen, Katrin, nochmal, sprich es aus, steh dazu, wer du bist, sei, wie du bist. Und ich würde gerne noch mal da oben zu der Sache einmal kurz kommen, weil jetzt nichts Neues kam. Du wolltest, glaube ich, noch was sagen. Katrin, du wolltest was sagen. Ja, ja, danke. Ja, es ist jetzt schon 2 Jahre her, die Trennung. Ne? Ich habe das dann ziemlich ad hoc gemacht, weil es doch eine leicht narzisstische Beziehung war und ich da nicht mehr konnte, ganz einfach. Und habe aber trotzdem immer noch dieses Gefühl in mir, was, das ist wie als wäre es mein Seelenpartner. Das ist, es geht einfach nicht weg. Und es ist egal, wen ich kennenlerne, da kommt dann auch der Vergleich. Und ich weiß, das darf man nicht, das kann nicht sein, aber es ist. Auch da dürfst du erstmal alles. Liebe Katrin, und da merke ich auch schon, wie streng du zu dir selbst bist, ja, und warum Betrug und Belügen da auch so ein großer Anteil vielleicht dann manchmal ist, weil egal wie lange das her ist. Ich wollte noch ganz kurz sagen, er hat mich vor einem halben Jahr, hat er mir eine lange Vergebensnachricht geschrieben, ne? Hat eingesehen, wie egoistisch er sich verhalten hat und so weiter. Und er wollte einfach Frieden mit mir machen, weil wir beide gespürt haben, dass da ist noch was, ich schon lange und er dann auch, er brauchte aber auch seine Zeit. Und ich habe einfach dann, ein bisschen die Coole gespielt und habe meine Gefühle nicht so wirklich zugegeben.
Ja. Und er ist in der Schweiz jetzt, hat eine neue Frau und es ist jetzt einfach. Aber das auch nochmal, ja, aber Katrin, das ist auch mal so wichtig, nochmal vielleicht für alle auch. Wir kommunizieren immer oder lernen das zu kommunizieren von klein auf halt, wenn wir klein sind und gucken immer, oh Gott, wie reagieren unsere Eltern oder die Menschen, die für uns zuständig sind. Und dann gucken wir immer und sind nicht dabei, was will ich eigentlich sagen, weil solange ein Kind noch dabei ist und sich einfach nur darum kümmert, was will ich eigentlich, kriegen wir ja oft immer eine drüber oder wir werden halt gestutzt oder wir werden in irgendeine Konsequenz damit geführt. Deswegen lernen wir, dass wir nicht mehr kommunizieren unseres Willens wegen, also dass ich wirklich einfach nur sagen will, was ich denke und meine, weil es mir um mich geht, weil ich es einfach sagen möchte, sondern wie du jetzt gerade gesagt hast, du sagst, ja, aber das ist jetzt schon zu spät, der ist in der Schweiz, es geht mir gar nicht um den Typen und ob der das versteht, weißt du, so wie er dir auch nach einem halben Jahr geschrieben hat und hoffentlich nicht gedacht hat, oh, begreift die Katrin das jetzt, sondern hoffentlich einfach nur gedacht hat, ey, mir ist es das wichtig für mich, genau. Natürlich auch für dich, nachfolgend, aber mir ist es für mich wichtig, das klarzustellen und im Reinen zu sein, auch wenn sie es nicht liest. Ja, mir ist es wichtig, weil vielleicht liest es ja auch gar nicht. Und dass es wichtig ist, Katrin, dass es nicht darum geht, oder auch an alle, wann äußere ich was oder wann mache ich was aktiv, wenn, warte, wie erkläre ich das am besten? Also nicht mit der Sache so, okay, scheint das einen Erfolg zu haben, ja, in dann diese Partnerschaft zu kommen oder dass ich so einen Job kriege oder dass ich das und das mache und nee, das scheint keinen Erfolg zu haben, also sage ich das auch gar nicht, sondern es geht darum, dass das ja einfach für dich, und da ist der Betrug deines inneren Kindes, Katrin. Dein inneres Kind sagt dir die ganze Zeit, ich liebe den, ich liebe den. Und jetzt stell dich, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, mal vor, dass dein Kind vor dir steht und du immer und das immer zu dir sagt, du Mama, ich liebe den so und so und das. Ey, das ist so krass, das frisst mich fast auf. Und du sagst, ja, aber brauchst gar nicht sagen, weil es führt zu nichts. Ne? Also so, also praktisch gibst du deinem Kind, das deinem inneren Kind oder auch dem Kind das Gefühl, hör mal, es geht gar nicht um deine Gefühle, es geht ja eigentlich um die Gefühle von dem Typen und schon bist du wieder in der Trennung, sondern es geht darum, dass du deinem inneren Kind, der Katrin, nämlich das Vertrauen schenkst, das sie verdient hat, dass du sagst, hör mal, es geht nicht darum, ob das gut wird oder nicht, aber du empfindest das und das ist Tatsache und das ist, das glaube ich dir und dass du da auch was spürst, also drück dich aus. Okay. Ne, also es geht nicht darum, ob der antwortet, ob der den Brief, wenn du es jetzt als Brief machst, auch wegschmeißt oder sonst was. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, um die kleine Katrin, die einfach verdient hat, dass sie dazu stehen darf, was sie empfindet. Und vielleicht, wenn du dich damit auseinandersetzt, schreib gerne auch mal. Was kann auch sein, Katrin, dass du in dem Prozess dann merkst, ich habe das jetzt geschrieben und ach, das war schon der kleinen Katrin eigentlich genug und jetzt will ich es gar nicht mehr abschicken. Kann vielleicht ja auch sein. Ja, weißt du, dass du, hab ich schon gemacht. Ah, okay, ja, guck. Nee, aber dann scheint das echt cool zu sein. Ich habe jetzt auch letztens eine geile Begegnung gehabt. Ich habe meine Ex-Frau seit 7 Jahren das erste Mal wieder gesehen. War auch total spannend. Ne? Aber das meine ich so. Es geht nicht darum, wie kommt das an? Passt das da ins Leben rein? Aber dass du jetzt praktisch 2 Jahre lang die Katrin zum Schweigen gezwungen hast, ja? Aber du hast ja gesagt, du hast es sogar schon geschrieben, aber der Impuls ist immer noch da. Also solltest du und möchtest es scheinbar gerne nochmal, dass das Ziel die Möglichkeit hat, dass es erreicht werden kann, ja? Aber deswegen, ja, nie kommunizieren und das machen wir immer, aus der Möglichkeit so, ach, versteht der andere das jetzt eigentlich? Und deswegen kommen wir ja partnerschaftlich in so Bredouillen, weil dann klemmen wir uns das, weil wir dann denken, nee, wird er nicht verstehen. Und ja, und immer aus unserer Sichtweise, wie gesagt, auch noch analysieren und sagen, nee, also ich würde das jetzt so und so sehen. Ja, aber vielleicht sieht der andere das aber ganz, ganz anders. Und ich sage euch was, in einer Partnerschaft sieht der andere das anders, weil der ist komplett ein anderes Konstrukt. Ich habe mal kurz hier mein Buch, dass ich euch das nur einmal bildlich mit diesen Yin- und Yang-Kugeln zeigen möchte. Da habe ich nämlich auch so Dinger drin. Also versteht ihr, das ist oft so, ja, so eine schwarze Kugel trifft dann auf so eine weibliche Kugel und dann muss sich das Spielchen auch mal drehen, bis das dann irgendwann dabei rauskommt, ja. Und wichtig für dich ist, Katrin, dass deine Kugel einfach, und das ist so die weibliche Energie, klemmt sich das dann. Du sagst halt, nee, das ist so die weibliche Energie, ach komm, der ist in einer neuen Partnerschaft, ich will mich da gar nicht einmischen, aber männliche Energie wäre, ich drück aus, nach außen und mach das nicht nur mit mir, aber ich gehe nicht voran und klopfe da jetzt an und dränge mich auf. Das ist nämlich die mangelmännliche Energie auch, die dann da was zerstören will und sagt, nee, ich will den zurück. Ja, sondern
Vielleicht willst du den ja auch gar nicht zurück. Es geht nur darum, dass deine Botschaft von deinem Standpunkt, ohne dass du dich eigentlich in Bewegung setzen musst, ja, wie ein Leuchtturm, dass du dein Licht einmal ausstrahlst in Worten oder Zeilen. Und ja, vielleicht geht es ins Leere, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass dann deine kleine Katrin sich denkt, geil, die hat sich für mich eingesetzt und die hat für mich die Stimme erhoben. Und das ist das, worum es geht. Also bei mir ist es manchmal auch Stolz, ne? Oder mir die Blöße nicht geben, mich zu zeigen. Ja, ne? Bekloppt. Bekloppt, ich weiß. Ja, aber okay. Total nachvollziehbar, weil es ist keine Blöße. Was ist das für ein Kraftakt? Und wie gesagt, ich bin sogar auch eigentlich nicht mehr in einer Partnerschaft eigentlich raus. Und ich liebe diese Frau immer noch. Und trotzdem möchte ich gerade, weil wir auch so viele Prozesse hatten, ja, ich möchte mit dieser Frau, obwohl ich die liebe, einfach gerade nicht zusammen sein. Und nicht, weil da irgendein Widerstand ist oder sonst was, sondern weil ich diese Prozesse begreife und weiß halt, es muss Ebbe und Flut geben. Ich kann manche Dinge nur ohne Projektionsfläche auch in mir auflösen. Ne, dieses halt immer, wie gesagt, Partnerschaft ist sofort zusammen sein, Kind, Haus, Hund. Warum keine Partnerschaft auch in zwei verschiedenen Häusern und nie zusammenziehen, sage ich jetzt mal, weil diese Bindung, Entfernung, und gerade ist bei mir in meiner... gesagt, aber im Prinzip eigentlich möchte ich gar nicht mit ihm zusammen sein. Es ist wirklich noch dieses Gefühl, aber es genau. ist... Ja. Was genau, es ist da, genau. Genau, und es geht nicht, genau, Und das ist das Tolle, du sollst einfach nur dein Gefühl ausdrücken und das ist das Tolle, genau, was nicht heißt, oh, ich will dich zurück, sondern deine Katrin hat aber verdient, dass du das sagst, was du fühlst und denkst. Und sogar dann, was ist das für eine krasse Sache zu sagen, ich liebe dich. Sollte ich schon lange machen, ich weiß das, ich würde am liebsten hinfahren und ihm das sagen. Nee, das wäre vielleicht dann, wie gesagt, zu krass direkt. Aber weil gib ihm die Chance, dass er das auch für sich dann liest, wenn er es überhaupt lesen will, weil das ist auch, ne? Vielleicht will er es gar nicht lesen. Ja, ne? Und wenn du vor der Tür stehst, aber ich sag jetzt mal, ne, das wäre dann schon wieder übergriffig, hinzufahren und so anzuklingeln, ohne dass jemand was weiß, ist dann so, Also da, das ist nicht wertschätzend. Da könntest du höchstens fragen, wenn du denkst, der ist offen und du möchtest es auch verbal machen, dann kannst du höchstens sagen, du, ich würde gerne was mit dir teilen, bist du da bereit zu? Das kannst du natürlich auch machen. Ne? Also ich finde es nur immer ein bisschen schöner, glaube ich, das erstmal niederzuschreiben, weil oft in einem Dialog dann wieder Triggerfelder sind, sondern das kann ja danach auch dann nochmal passieren, sondern das kann er sich auch immer wieder durchlesen, wie gesagt, auch dann nochmal zur Hand nehmen oder wie vielleicht auch gar nicht lesen. Ne? Aber das darfst du tun und das wird auch nicht gehen, dieses Gefühl, bis du das rauslässt. Zum Glück geht das bis dahin nicht. Ist auch nur aus dem Mangel heraus passieren. Genau, und das Wichtige ist, Katrin, so lange wird auch kein anderer Platz in deinem Leben finden. Ja. Und du wirst weiterhin vergleichen, weil es geht nicht um den anderen Mann auch, sondern deine innere Katrin denkt sich, ey, warum soll denn da jetzt schon wieder ein neuer kommen? Ich durfte doch nicht mal die Gefühle zu dem Alten gerade ausdrücken. Und deine innere Katrin macht eigentlich zu. Und deswegen hast du gar nicht so ein Interesse. Verstehst du, was ich meine? Okay. Ja. Weil die kleine Katrin denkt sich, ich bin noch nicht bekloppt, ich durfte jetzt noch nicht mal sagen, jetzt kommt da schon wieder ein neuer ins Spiel, dann ist das vielleicht auch noch so, dann habe ich zwei Leute, denen ich dann nicht sagen darf, vielleicht weiß ich, ich bringe mich doch nicht noch mehr in eine Scheißsituation. Das Alte darf erstmal, weißt du, wenn du deinen Kleiderschrank nicht aussortierst, dann kannst du auch keine neuen Pullis reinlegen und da liegt jetzt noch ein Stapel an Dingen, vielleicht kannst du die alten Pullis, kannst du ja danach auch wieder da reinlegen, aber nimm sie doch erstmal raus. Ja, okay, mache ich. Danke dir. Sehr gerne. Lieber Jill, hier ist noch eine Frage und zwar von der Sabine Zechmeister. Ich habe noch eine ähnliche Frage. Sabine, du darfst, warte mal, mach mal dein Mikro an. Du darfst gerne Jill die Frage stellen. Komm ruhig dazu, wenn du mich hörst jetzt. Ja, ich höre dich. Hört ihr mich auch? Ja, wunderbar. Sabine, super. Ja, sehr schön, danke. Ja, meine Frage ist so, ich habe mich in jemanden verliebt, dem habe ich ein E-Mail geschrieben, ein relativ langes E-Mail. Und beim ersten Mal ist mein E-Mail-Programm, wie ich es schicken wollte, zusammengebrochen. Beim zweiten Mal, wie ich es ihm geschickt habe, ist das E-Mail nicht bei ihm angekommen. Jetzt habe ich das so interpretiert, dass ich das... ich habe sehr, muss ich auch sagen, normalerweise lese ich Sachen durch, bevor ich irgendwas verschicke. In dem Fall bin ich deshalb nicht dazu gekommen, weil ich es immer an einem schönen Datum schicken wollte.
Das ist auch geil. Einmal so an einem schönen Tag. Ja, und einmal am Valentinstag. Und dann bin ich nicht mehr zum Durchlesen gekommen. Und jetzt habe ich es dann so interpretiert, dass ich es doch noch durchlesen sollte. Und mittlerweile, ja, weil das doch sehr, sehr lang war, mittlerweile hat jetzt dieser Mann eine neue Freundin. Und jetzt ist meine Überlegung, ob ich ihm das jetzt noch, zuerst habe ich mir gedacht, na, jetzt ist es total unpassend, ich möchte jetzt nicht reinfunken. Und andererseits habe ich mir aber gedacht, so wie du jetzt auch vorhin gesagt hast, es geht ja eigentlich darum, dass ich ausdrücke, was ich empfinde. Und jetzt ist meine Überlegung, soll ich es ihm vielleicht doch noch schicken, aber vielleicht später, vielleicht wenn sich das mit der Freundin wieder aufgelöst hat? Nee, weil das ist ja auch wieder, ne, weil das ist wieder so, Sabine, dann bist du ja wieder von dir getrennt, sondern dann bist du so in der Verantwortung, du musst nur Verantwortung für dich übernehmen. Dein Gegenüber, der ist für sich verantwortlich. Und wie gesagt, jeder kann ja sagen, du will ich nicht und eine E-Mail auch nicht lesen. Und deswegen erstmal ist es wichtig, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt und nie den schlechtesten Zeitpunkt. Mhm. Ob es Schluss machen ist oder eine Beziehung eingehen. Also mir haben auch viele gesagt, und dann war das noch Silvester, Jill, das hat mit mir Schluss gemacht. Habe ich gesagt, ach so, am 3.1. wäre es besser gewesen. Ne? Also dann wäre, ja, also das ist so, gibt es nicht, aber wichtig ist, Sabine, dass du jetzt einfach das dann vielleicht nochmal umformulierst, weil das finde ich sehr verantwortungsvoll auch und respektvoll zu sagen, du pass auf, das war ja damals jetzt noch nicht in deiner E-Mail, ich möchte gar nicht jetzt dazwischen grätschen, ja, und ich habe ganz lange auch überlegt, ob ich das noch tun soll, weil du bist ja jetzt schon in einer Partnerschaft, aber nochmal genau, es geht ja nicht um das Ziel und um ihn, in welcher Situation er ist, sondern um dich und deswegen würde ich da mir auch gar nicht so, da ist auch der Arschlochverstand, den nenne ich immer gerne so, der dir dann sagt, ja, mach das jetzt aber auch, klar, numerologisch auch, aber dann würdest du auch gar nicht so viel das jetzt zerdenken, dann wärst du im Vertrauen und würdest sagen, okay, das ist das Datum und bummst, sondern du fühlst dich da rein und schreibst das und dann schläfst du da vielleicht noch 2-3 Mal drüber und guckst, ach ja, hat sich's erstmal beruhigt auch, jetzt möchte ich es gerade gar nicht mehr abschicken vielleicht, ja, und sonst schickst es dann einfach ab und es ist kackegal, welche Zeit ist, sondern es wird genau, dann sagt deinem Arschlochverstand, lieber Arschlochverstand und wie gesagt, ich liebe auch Numerologie und sowas, aber dann sagt dem, egal was Numerologie jetzt sagt, jetzt ist es genau richtig. Jetzt ist es genau richtig und dann drückst du auf Senden und oder schreibst einen Brief und schickst ihn dann ab. Aber genau, es, also drück schon aus, das finde ich auch wichtig, dass du da nichts zerstören möchtest oder irgendwie und vielleicht ja auch, vielleicht würdest du ja auch gar nicht mehr wirklich jetzt mit dem, weil du weißt ja auch nicht, wie der jetzt ist. Das ist auch vielleicht so ein schöner Spruch. Wir haben ja immer nur die Erinnerung daran, wie der Mensch beim letzten Aufeinandertreffen war. Und wie gesagt, selbst in einer Woche kann schon viel Transformation passieren. Ja? Und da gibt es so einen schönen Spruch auch, ich glaube, von Maxim Mankiewicz, der gesagt hat, mein Schneider ist der einzige intelligente Mensch. Jedes Mal, wenn wir uns begegnen, legt er neu Maß an. Ja? Und deswegen vielleicht möchtest du ja auch gar nicht mehr mit dem jetzt zusammen sein, weil du ja gar nicht weißt, wie ist der jetzt, ne? Aber deswegen schreib's unbedingt, weil du tust es für dich und dann kann nicht überstürzen, aber halt auch nicht dieses, oh, jetzt muss ich noch 3 Wochen oder auf den Valentinstag warten, so 2-3 Tage, mehr wirklich nicht, also immer so 2-3 Tage und dann so gucken, nee, fühlt sich jetzt so friedlich an, hab den Impuls nicht, aber und dann weg damit. Danke, danke, das hat mir sehr geholfen. Noch 2 Fragen. Mein Mail ist sehr, sehr lang. Also ich glaube, das Mail kann man gar nicht mehr sagen, das ist schon ein ganzes Buch. Ja, aber schreib eine neue vielleicht, dass ich dich kurz unterbreche. Also das ist so wichtig, weil du bist ja jetzt auch nicht mehr die Katrin, die das damals geschrieben hat. Ja. Dann würdest du was abschicken, was nicht mehr dem jetzigen Feld entspricht, sondern du würdest was aus einem alten Bewusstsein rausschicken und das kann sein, dass das auch dann nicht dem Bewusstsein entspricht, was dein Gegenüber da gerade hat, sondern der kommuniziert ja dann praktisch mit einer Katrin, die jetzt gar nicht mehr da ist, weil die Katrin, die es damals geschrieben hat, die gibt es ja gar nicht mehr. Und deswegen schreib es, also lies es dir gerne durch und nimm da Sachen auch, die noch mit dir jetzt in Resonanz gehen, von mit rein, aber schreib es neu. Ja, ja. Als okay, jetzige. Aber selbst wenn ich es neu schreibe, fürchte ich, dass es sehr lang wird. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich es dann schicke, soll ich dann tatsächlich alles auf einmal schicken oder würde er sich damit erschlagen? Oder soll ich einmal etwas Kurzes schicken und dann, wenn er daran interessiert ist, dann vielleicht so portionsweise die anderen. Ja, pass auf, jetzt sind wir schon auch mitten im Coaching drin, nochmal um wen geht's?
Bitte? Nochmal, um wen geht es in der Verbindung von dir und diesem Menschen? Weil du gesagt hast, ja, portionsweise und das. Also wer muss sich dabei wohlfühlen und es richtig empfinden? Ach so, ich, ja. Genau, so. Okay. Und wichtig ist, du bist jetzt schon wieder in der Verantwortung und hast die kleine Sabine auch von der Hand gelassen. Hast gesagt, du Sabine, ob du das jetzt schreiben willst oder in Stückeln und sowas alles, interessiert mich nicht, sondern lass doch mal gucken, wie der das so am besten versteht. Und die kleine Sabine denkt sich so, hä? Also, ne, ich möchte das doch schreiben und ich möchte doch, dass das ausdrückt, was ich empfinde. Und deswegen, wie würdest du es denn für dich gut finden, ohne an den zu denken? Weil häppchenweise muss ich jetzt nur sagen, würde ich sagen, warum? Weil du hast Angst, den zu überfordern, aber das ist auch so. Wieder diesen Mut, ja, zu Überforderung und du selbst zu sein, weil wenn du das nicht so lange hättest formulieren wollen oder jetzt dann auch tun willst, dann würdest du es nicht so lange schreiben. Verstehst du? Stimmt. Dann würdest du es schon häppchen. Dann hättest du jetzt schon klar und hättest die Frage gar nicht gestellt, sondern hättest gesagt, du Jill, also ich bin so, ich mache das lieber häppchenweise. Und du würdest das gar nicht überdenken müssen. Weißt du, was ich meine? Und wenn der sogar überfordert ist, Sabine, dann ist da ja noch was, was auch resoniert, weil wenn du den nicht mehr interessierst oder der mit dir gefühlstechnisch oder auch so als Mensch nicht mehr in Resonanz gehst, dann liest er das, oder ob das dann anderthalb Seiten sind, 20 Seiten, das ist dann egal, weil entweder hat er keinen Bock mehr, es dann zu lesen, weil er eh damit durch ist, ja, oder wie auch immer. Und wenn da noch was ist, dann darf er auch, und das ist dann auch spannend, sich gerne bei dir melden und vielleicht auch sagen, du, das hat mich überfordert. Das wird ihn vielleicht sogar überfordert. Also du hast den richtigen Impuls, aber nochmal, um wen geht es hier? Es geht um dich. Ja, und ob den das überfordert oder nicht, ist sehr empathisch von dir gedacht. Aber das ist so, dass nicht deine Aufgabe, das zu entscheiden, sondern das ist dann seine Aufgabe, ob er das kann oder nicht. Wie gesagt, aber vielleicht schafft er das dann dadurch. Es wäre seine Aufgabe zu sagen, du Sabine, das hat mich erschlagen. Es ist seine Aufgabe, auf ihn aufzupassen, nicht deine. Ja, okay, danke. Das war auch sehr hilfreich. Und allerletzte Frage dazu. Das ist jetzt jemand, wo ich sagen muss, das entspricht genau meinem, ich habe auch einen irrsinnig langen, so eine Liste geschrieben, wie ich mir also meinen Traummann vorstelle. Wobei da Dinge dabei sind, wo ich mir selbst schon aufgedacht habe, das gibt's gar nicht, dass ein Mensch das alles in sich vereint, ja. Und der vereint wirklich all das in sich. Und das waren aber 84 A4 Seiten, die ich damals geschrieben habe. Und deshalb denke ich mir, wenn es jetzt tatsächlich so jemanden gibt, der auf das alles zutrifft, das alles passt. Darf ich mit deinem Arschlochverstand nochmal kurz unterbrechen? Ja. Passt das denn, also trifft das denn alles auf dich zu, was da drin steht? Also das, was du dir wünschst, ja, also das auch wieder, du bist ja, wie stelle ich mir den Partner vor, du bist ja dann da bei dem und hast das runtergeschrieben, vereinst du das, was du da aufgeschrieben hast, alles in dir? Diese gleichen Sachen meinst du jetzt? Ja, das, was du praktisch aufgeschrieben hast, so wie du dir deinen Partner vorstellst, habe ich ja gerade verstanden, ne? Genau. Vereinst du die Dinge, die du dir von deinem Partner wünschst und die du dir vorstellst, denn in dir, existiert das alles, was du da dir bestellen möchtest in dir? Ja, genau. Es sind nämlich auch diese ganzen Ähnlichkeiten und Parallelen. Das sind auch alle. Also alles ist praktisch in dir drin auch. Mhm. Warum sollte es dann nicht auch praktisch noch jemanden geben, der das alles vereint? Und da sieht man wieder, du vertraust nicht darauf. Sondern du müsstest eigentlich wissen, universelle Gesetze, ja, Gleiches zieht Gleiches an, zwar auch wenn anders gepolt, aber natürlich, ich vereine das alles in mir. Natürlich gibt es jemanden, der das alles in sich vereint und noch viel mehr wahrscheinlich. Okay. Also einfach zu wissen, ich bin verbunden, ich bin nicht hier, um bestraft zu werden, sondern ich bin hier, um mir zu begegnen. Natürlich wird es diesen Menschen geben, es geht gar nicht anders. Das ist Mathematik halt. Wenn es mich gibt, gibt es auch ein Gegenüber für mich und das verbindet und vereint, wie gesagt, anderspolig gelagert. Ja, deswegen gehen so viele Partnerschaften kaputt, weil eigentlich vereint auch bei einem Narzissten derjenige alles in dem, aber halt anders gelagert. Und darum geht es dann, das vielleicht auszulangen. Aber natürlich, weil es gibt ja auch dich und deswegen gibt es auch das Gegenüber, was das alles genauso drin hat. Wie du. Okay, das habe ich jetzt total, du kannst jetzt alles super erklären, das habe ich jetzt auch total verstanden. Schön. Aber da gibt es sicher noch eine allerletzte Frage, hoffe ich. Wenn du sagst, dass es so einen Menschen geben muss, weil es ja das in mir auch gibt, gibt es dann diesen Menschen nur einmal oder gibt es dann mehrere davon?
Es gibt so davon, wie du es dir vorstellst, dass es davon gibt. Also praktisch, okay. Also das Universum strickt ja jeden Tag neu. Du bist ja selbstbestimmt, ja? Mhm. Und deswegen auch diese Angst, wenn Partnerschaften vorbeigehen, praktisch abzustellen, das ist ja bei dir jetzt auch so. Da kommt ja eine Angst, oh Gott, wenn es dann mit dem nicht klappt, gibt es den da nochmal? Ja? Genau, weil, ja. Ne? So, gibt es den da nochmal? Weil ich habe ja scheinbar die Chance verpasst. Nochmal, das Universum ist hier und es gibt immer aus der kompletten Fülle und keiner kann was verpassen, sondern dann okay. hast du halt die Chance verpasst, aber immer wieder die Möglichkeit, das neu zu erleben und mhm. Das einfach zu wissen, dann war jetzt gerade vielleicht genau der Zeitpunkt, verpasst irgendwie, ja, aber es wird neu gestrickt und dann mhm. wird das entweder mit dem auch wieder dazu kommen, ja, okay. also es ist ja nicht so, dass das dann am nächsten Morgen direkt passieren muss, wie gesagt, wenn eine ja. nächste eine neue Partnerschaft hat, sowas braucht ja mhm. dann auch Zeit, aber mhm. auf jeden Fall, wenn du davon dann, ich sag jetzt mal auch gefühlstechnisch dann wirklich auch merkst, wenn da vielleicht eine Kommunikation kommt oder da kommt auch nichts, einfach so, boah, nee, das passt jetzt gerade gar nicht mehr so, weil vielleicht kannst du ja auch feststellen, wie gesagt, dass du den gar nicht mehr willst, wie der mhm. jetzt ist. Mhm. Auf jeden Fall. Also es kommt immer wieder einer. Die sind alle schon praktisch da. Jeder ist ein Seelenpartner. Ja, also ich weiß, da gibt es Dualseele, Zwillingsflamme, aber das finde ich immer sehr verwirrend. Also einfach zu wissen, selbst ein One-Night-Stand ist ein Seelenpartner. Sonst mhm. hättest du mit dem keinen One-Night-Stand. Ja, mhm, und der transformiert ja auch was oder holt was in dir vor. Und die stehen sozusagen wie in so einem Automaten, wo man dann so zieht, ne? Da fällt das runter, da steht direkt ein neuer parat. Okay. Also, und der ist genau der Richtige in dem Moment, wo du ihm begegnest, um dir das zu spiegeln, was du dann brauchst. Und das ist, da merkt man aber auch schon diese Angst, oh Gott, nicht genug zu sein, stimmt, das stimmt, verdient zu haben und auch mhm. abzubekommen. Doch, mhm. du bekommst da, ohne dass es irgendwann endet. Und wenn du nicht bekommst, ist auch so wichtig, mhm. denk dran, wieder Ebbe und Flut, dann ist das was, was du nur mit dir alleine, und allein heißt ja auch mit allem eins zu sein, du bist ja nicht alleine, ne? mhm. sondern mhm. du kannst ja mit ganz vielen Menschen einsam sein und alleine sein, und ich bin so gerne alleine und ich fühle mich alles aber nicht einsam, ich fühle mich manchmal einsamer zwischen Menschen, ne? Und dieses Alleinsein ist so eine große Chance, weil da gibt es keine Projektionsfläche mehr, da gibt es halt auch Themen, die nur im Alleinsein, die gar nicht mit einem Spiegel in einer Partnerschaft transformiert werden können, mhm. genauso wie bei Flut andere Sachen passieren können als bei Ebbe, oder halt auch die Sonne bei Licht, andere Dinge passieren energetisch als im Dunkeln. Weißt du? Mhm. Und deswegen kannst du dann da auch drauf vertrauen, dass du dieses Alleinsein gerade brauchst, um an Themen zu kommen, die überhaupt erst wieder eine Spiegelung, die vernünftig und dich weiterbringt, mit einem Gegenüber zustande bringen, weißt du? Ja. Also wenn du alleine bist, auch dieses so, dann, dass man anfängt zu suchen, ich will nicht mehr alleine sein, doch, dann ist das gerade wichtig und dann darfst du darauf vertrauen, dass das gerade genau der richtige Prozess ist, weil sonst wäre da jemand. Ja, na, das ist vollkommen richtig auch. Also ich bin jetzt schon lange allein und ich war auch nicht ungern allein und habe durch das Alleinsein wirklich sehr vieles gelernt. Und so wie du gesagt hast, ich war allein, aber fühle mich nicht einsam. Es war zwar eine gewisse Zeit ganz am Anfang, wo ich mir wirklich ganz intensiv einen Partner gewünscht habe. Und das ist jetzt aber abgeflaut. Nur dadurch, dass jetzt dieser Mensch aufgetaucht ist, der genau so zu dem passt, was ich mir wünsche, dadurch ist das jetzt wieder entstanden. Aber das ist so ein tolles Geschenk, weil da kannst du sehen, Sabine, das ist ja auch so. Der verkörpert das, was du dir wünschst, ja? Und den du dir so sehr wünschst, aber auch dann zu merken noch, weil wir sind keine Einzelwesen, darum geht es nicht, aber trotzdem, dass da sehr viel noch, weil wollen, also wirklich so, dann da ist noch viel so, wenn es auch unbewusst ist, dass trotzdem dann noch nicht so in dir bewusst vorhanden ist. Weißt du, was ich meine? Also, dass da jetzt kann ich noch nicht ganz folgen. Was meinst du, ist noch nicht bewusst vorhanden? Ja, dass dieses, wenn du den dann vermeintlich vielleicht nicht bekommst oder also dieses haben wollen, ich wünsche mir den jetzt hierhin, dass da auf jeden Fall irgendwas noch nicht in der Komplettheit so transformiert ist, weil dann würdest du halt wirklich auch, hört sich vielleicht absurd an, aber wissen, dass das mit dem kommt, ja, weil du das irgendwie fühlst, oder halt dann weißt, dass genau zum richtigen Zeitpunkt da dann jemand anderes deinen Weg kreuzt. Mhm. Okay. Verstehst du? Weil Sabine sagt du auch gerne was von außen, wenn du das irgendwie mit anderen Worten vielleicht erklären kannst oder auch jemand anders. Also aber es geht darum.
Ich finde es gerade wundervoll, wie du das so schön erklärt hast. Ich höre da auch total gerne zu. Und ja, und genau darum geht es. Ne? Also wirklich das, was in deinem Inneren ist. Also das fand ich eben auch nochmal so schön, wo du, lieber Jill, gesagt hast, all das, was du aufgeschrieben hast in deinem Zettel oder in deinen 84 Seiten, sich auch immer wieder selber die Frage zu stellen, bin ich denn auch diese Partnerin? Und auch sich selber mal ehrlich die Frage zu stellen, wäre ich gerne mit mir selbst zusammen? Also das ist auch immer viele wirklich manchmal sagen so, bin ich gerne mit mir selber zusammen? Mit meiner Art, mit meinen Macken, mit meinen Ecken, mit meinen Kanten, mit meinem Körper? Auch ganz wichtig. Und wenn da nur ein Nein drin ist, darfst du da hinschauen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du auch in diesem Bereich wirklich ehrlich bist und dir nicht nur, das ist auch das, was du eben so gemeint hast, Jill, aufzuschreiben, ich wünsche mir jetzt einen Partner, der die und die Qualitäten hat. Da kommen auch ganz viele Frauen immer zu mir und sagen, ich habe mir das doch aufgeschrieben, ich habe mir das doch affirmiert, Sabine, aber es kommt keiner. Warum ist das denn so? Und da sage ich, naja, dann gucken wir mal, wo die Gegensätzlichkeiten sind. Mhm. Ne? Also irgendwo müssen ja Gegensätze sein, warum das, was da geschrieben steht oder affirmiert wird, nicht wirklich in Erfüllung geht. Mhm. Und das ist oftmals dann der Fall, wenn du selber nicht ehrlich bist, wenn du selber nicht gerne mit dir zusammen bist, wenn du das, was du aufschreibst, nicht selber wirklich in dir trägst oder auch lebst. Mhm. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, genau da hinzuschauen und auch für dich jetzt wirklich, lese es dir nochmal durch oder schreib es neu. Ich fand das so toll, was du eben gesagt hast, Jill. Das, was du da schon geschrieben hast vor Wochen oder Monaten, das hat die alte Energie. Ja. Hier und jetzt ist eine neue Energie, das ist ein neuer Stand, das ist ein neues Bewusstsein. Und nichts aus der Vergangenheit zu holen und im Hier und Jetzt zu verwenden, sondern wirklich aus dem jetzigen Moment oder aus der Situation wirklich das niederzuschreiben und zu gucken, wie fühlst du dich damit? Und auch mit deinem Gefühl rauszugehen, wirklich rauszugehen und dich zu trauen, deinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und das ist, genau, das ist das, was ich dazu noch sagen wollte, wirklich die Ehrlichkeit dazu, sich selber zu leben. Das ist unglaublich wichtig und sich immer die Frage zu stellen, bin ich denn auch ein guter Partner? Ne? Also bin ich für den anderen ein guter Partner? Weil da schauen die meisten nicht drauf. Ja, aber auch sogar da, deswegen super, dass du das gesagt hast, Sabine, auch nochmal, beide Sabine, also Sabine Kolek, Sabine, dass du das gesagt hast und jetzt zu dir, Sabine, dass dieses Alleinsein, ich meinte das gar nicht bezogen jetzt auf Partnerschaft, ja, alleine zu sein, sondern wirklich auch jetzt gerade, muss man sagen, wirklich zum Glück durch Corona kriegt man nicht mehr so die Möglichkeit, sich abzulenken und zu vermeiden, aber auch mal zu gucken, wenn es dir dann vielleicht sogar auch schlecht geht, Sabine, oder du hast da irgendwie gerade was dich dann triggert in Bezug zum Beispiel auch auf ihn, nicht dann sofort diesen Schatz an Emotionen, die da hochkommen, das haben wir oft auch, zum Telefon greifen, das irgendjemandem zu erzählen oder am besten vielleicht noch ablenken, wenn man dann traurig wird oder so, sondern da meine ich wirklich mit dir alleine sein, also ich meine wirklich räumlich alleine sein dann auch und einfach mal, und das ist nämlich das, was Sabine Kolleb gerade gesagt hat, wärst du auch ein guter Partner für denjenigen bist, sondern nee, da zeigt sich nämlich, ob du eine gute Partnerin für dich bist, Sabine. Mhm. Verstehst du also dann zu sagen, ey, ich bin da jetzt traurig und wie gehe ich damit um? Vermeide ich das wieder? Will ich das wieder wegdrücken oder nehme ich mein inneres Kind in den Arm und sage, ey, und wenn du jetzt 2 Wochen traurig bist, ja, wenn du jetzt 2 Wochen mir sagen würdest, ne, Jill, ich habe jetzt 2 Wochen lang gelacht, da wird jeder sagen, ist doch geil. Wenn jemand aber sagt, boah, ich habe 2 Wochen geweint, sagen alle, oh mein Gott, du hast 2 Wochen geweint. Ja, aber das ist doch ja nichts anderes als Lachen, sage ich dir. Wenn Leute auch sagen zu mir im Coaching, Jill, ich will das unbedingt weghaben, ich will nicht mehr traurig sein, sage ich, okay, dann lass uns erstmal deine Fröhlichkeit und dein Lachen wegmachen. Und dann gucken mich alle mal an und sagen, hä, ich bin ja eigentlich zu dir jetzt gekommen, sage ich, ja, das wäre absurd. Weil die Traurigkeit, die darf dann da sein. Und wie gehst du dann damit um? Deswegen da gucken, Sabine, wie gut bist du eine Partnerin zu dir in den Momenten, wo Emotionen hochkommen? Und das, was Katrin ja auch vorhin dann sagte, dieses, sich dann nicht seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, das ist partnerschaftlich Unterdrückung und Narzissmus pur, sich selbst gegenüber. Ja, ja,
Das ist der absolute Horror für dein inneres Kind. Und deswegen dann noch andere suchen und dann wieder zu vergleichen. Also, ne, was Katrin auch gesagt hat, ja, warum sollte das innere Kind sich für jemand anders öffnen, wenn es da schon auf die Fresse kriegt und nichts sagen darf? Und da muss man halt gucken, wie sehr bist du wirklich das, was auf dem Zettel steht, nicht für ein Gegenüber, sondern wie sehr bist du das wirklich für dich? Ja. Das ist super. Also da habe ich jetzt die Gänsehaut schon die ganze Zeit, wie das die Sabine gesagt hast und du jetzt. Also das resoniert sehr, sehr mit mir. Und ich danke euch beiden. Das war wirklich so toll, weil seit Wochen und Monaten schlage ich mich damit herum und ihr jetzt so spontan. Und das ist genau das richtig und passende für mich. Also vielen, vielen Dank. Das war meine ganz, ganz große Hilfe. Gerne. Vielen Dank an euch beide. Super, gerne. Vielleicht noch doch eine allerletzte Frage. Ich hoffe, es wird schon wieder die allerletzte. Weil schon zwei Begriffe gefallen sind, mit, was ich mir auch schon überlegt habe, ob das Gleiche ist oder was anderes. Mit Dualseele und Zwillingsseele, ist das Gleiche oder ist das was anderes? Nee, ist was anderes, aber ich würde dir raten, Sabine, dass du einfach nur von Seelenpartnerschaft denkst und sprichst, weil es eigentlich total kackegal ist. Es ist nur so ein Verstandesding, auch wieder, dass der Arschlochverstand sagt so, ja, was ist es denn jetzt? Ne? Also eigentlich... Das ist halt so meine Definition. Zwillingsseelen sind halt eigentlich die unkomplizierteren Partnerschaften erstmal, dass man praktisch da, und es kommt auch auf die Inkarnation an, dass man trifft nicht jeden in jeder Inkarnation, dass das eigentlich was ist, dass man wirklich mit dem Lichtteil von sich verbunden wird und dass ich der Meinung bin, in meiner Wahrheit, dass man die Zwillingsseele eher trifft, ja, um da sehr viel Vertrauen auch und sehr viel Positives und Lichtvolles von sich gespiegelt bekommt. Und die Dualseele ist eigentlich für mich so der Endgegner, und wenn man das, glaube ich, auch gelebt hat, dann in einem Gleichgewicht wird man auch nicht mehr inkarnieren. Also ich glaube, dass das auch das Ding ist, wo man dann zum Lichtwesen und zum Meister sozusagen wird, der einfach nur noch seelisch da ist, weil Dualseele ist wirklich der Endgegner, weil da wird nämlich dann nur noch das, was im Schatten liegt. Außer vielleicht zwei Wochen, wenn man sich begegnet vorher, wo alles toll ist, aber dann kommt nur noch ein Schattenthema nach dem anderen und du denkst so, ey, das kann doch nicht sein. Weißt du, also deswegen, da geht es dann so in die Meisterschaft über. Das ist so meine Definition, damit ich es verstanden habe, weil ich auch früher, mein Arschlochverstand hat sich so lange damit beschäftigt, was denn jetzt Zwillingsseele, Dualseele und ist dies jetzt oder ist dies jetzt, sondern jeder Seelenpartner ist genau richtig zu dem Zeitpunkt und was er ist, ist eigentlich wurscht. Genau. Okay. Das, um nochmal ganz kurz auch was dazu zu sagen, das sehe ich ganz genauso und es wird auch immer unterteilt. Ich habe da auch viele Videos auf meinem YouTube-Kanal gemacht, der Ehrlichkeit begegnen TV heißt der, gerade um das Thema Dualseelenpartnerschaften, weil es sind halt immer sehr, sehr große Trigger da. Ne? Mhm. Und diese Trigger sind letztendlich dafür da, um sich wiederzuspiegeln, um bei sich selber anzukommen und wirklich seine Schattenseiten auszuleben. Und was ich immer, womit ich einfach auch aufgeräumt habe mit diesem Thema ist, ja, aber bist du jetzt der Gefühlsklärer oder bist du der Herzensmensch? Ne? Wo stehst du denn jetzt? Und da habe ich immer gesagt, ich bin beides. Ne? Es sind immer alle Anteile, wie Yin und Yang. Du kannst ja auch nicht sagen, bist du jetzt Yin oder bist du Yang? Ne? Ja, das geht nicht. Es ist immer alles in dir vereint. Und es kommt immer darauf an, was du jetzt aktuell gerade lebst. Bei diesen Dualseelenpartner-Themen, man kann diese Bezeichnung wählen oder nicht. Und ich finde die Bezeichnung von Jill absolut treffend. Wir sind alles Seelenpartner. Ja, wir sind alle Seelenpartner. Punkt. Es ist so. Aber das... Retro, Nee, aber das mit den, wie du sagst, also zum Beispiel, das ist so, ich bin jetzt auch ein Loslasser und Herzensmensch im Kern Loslasser, gewesen. Ja, genau. Und dann begegnen wir einem Gefühlsklärer oder einem Neinsager oder Kopfmensch oder wie auch immer. Und jetzt, und das ist das Schöne eigentlich, genau. Jeder hat auch jemand, der zum Beispiel partnerschaftlich eher der Ja-Sager ist oder der Loslasser, ne, also der unterwürfigere Teil. Der Herzmensch ist manchmal auf der Arbeit der Gefühlsklärer und der Dominante und lebt das da aus. Also jeder ist halt wirklich wie so ein Fingerabdruck, weil es gibt Leute, die sind in jeder Sparte wirklich dann unterwürfig. Ja, die haben wirklich gar keinen Bereich. Das sind aber auch die, die dann wirklich die Obernarzissten treffen. Deswegen sage ich halt, es ist alles Mathe. Deswegen, ich hatte wirklich früher, ich war Ja-Sager partnerschaftlich, der Unterwürfigste durch meine Transsexualität, auch auf jeder Arbeitsstelle, der Unterwürfigste. Deswegen hatte ich auch so viel
männliche Energie vermeintlich dann erstmal als Gegner, als Opfer sozusagen, aber nee, weil ich das brauchte, weil ich wirklich in keiner Facette irgendwo dieses Gefühlsklärer-Ding oder Nein-Sage in mir hatte. Und jetzt würde ich sagen, ich habe so viel Freude mittlerweile wirklich am Nein-Sagen, und ich meine das nicht einfach Nein so als Watschen zu verteilen oder so, sondern jetzt verstehe ich, warum auch so viele von mir wegrennen mussten, vermeintlich, oder mich so ablehnen mussten, weil es war auch und total nur manipulativ und wie gesagt ein totaler Mangel. Und ich verstehe das mittlerweile so sehr, wie viel Freude und wie auch ich als Empfänger mit viel mehr Freude ein Nein aus Herzen respektiere als ein nicht ernst gemeintes Ja. Wirklich. Mhm. Und wenn das für mich wirklich bedeutet, ich kriege dann irgendeinen Job nicht oder sonst irgendwas oder ich komme wirklich nicht in eine Partnerschaft rein. Mhm. Ein ehrliches Nein von Herzen und selbst sogar einfach gar nicht, ich liebe dich nicht, nein, ne, sondern ja, ich habe keine Gefühle für dich, aber von mir aus auch, ich liebe dich, aber ich will nicht mit dir in einer Partnerschaft sein, Jill. Das, damit kann ich besser leben und da, das würde ich mehr abfeiern als dann, ja, okay, komm, ja, komm, wir probieren es. Würde ich so, jetzt würde ich da auch schon sagen, nee, will ich gar nicht, aber früher hätte ich gesagt, ja, wir probieren es, auch, danke schön. Ja, so, jetzt würde ich dann schon sagen, wir probieren es, sorry, ich bin raus, ne, weil es ist immer ein Probieren. Ich weiß nie, wenn ich mich auf eine Partnerschaft einlasse, ist es eine Woche, sind es 10 Jahre, aber ja, jeder kriegt von mir und nicht ein All-In, wie früher halt ein unterwürfiges All-In, nimm mich und zerstör mich gerne, ja, Hauptsache, gib mir Liebe, dann nehme ich das auch in Kauf, sondern jetzt ist eine Hingabe von der ersten Sekunde, dass ich sogar auch sagen würde, jetzt schon nach von mir aus 3 Tagen, ey, hör mal, ich merke, dass ich empfinde ganz tiefe Liebe für dich, ja, aber es ist nicht mehr ein auf Teufel komm raus und genau, das ist jetzt die letzte Chance, die sich ergibt, sondern ich mache alles lieber mit ganz viel Distanz, aber nicht vom Herzen, sondern versteht ihr, im Außen, vom Verhalten her. Also ich muss dann jetzt nicht sofort mit einer neuen Begegnung, also habe ich ja jetzt gerade nicht, aber dann ins Bett springen oder sowas, was ich früher dann vielleicht auch gemacht hätte. Ne? Mhm. Oder sofort treffen und ja, am nächsten Wochenende, hast du am nächsten Wochenende Zeit? Und dann, ja, nee, sondern einfach sich da auch Zeit zu lassen und nicht, ne, sondern auch das erstmal ein Gespräch, ein Telefonat nachresonieren lassen eine Woche und dann, früher hätte ich gedacht, oh Gott, die will sich mit mir nicht treffen, schon nächstes Wochenende. Ne, das wäre für mich schon eine Ablehnung, die ich kaum aushalten konnte gewesen. Mhm. Und jetzt würde ich selber sogar eher sagen, du weißt was, lass uns doch noch mal eine Woche Zeit nehmen. Beim nächsten Wochenende möchte ich lieber noch mal mit mir das so alles reflektieren und dann freue ich mich in 2 Wochen auf dich. Mhm. Verstehst du? Mhm. Ja, ja, verstehe ich. Ja, ja. Also ich kann das jetzt so sehr verstehen, warum ich so viel Nein sagen brauchte, weil ich merke, wenn ein ehrliches Nein und nicht ein vermeidendes Nein, ja, aber wie viel Wertschätzung einem Menschen das gibt. Ne? Und ich habe letztens wirklich auch eine Ablehnung liebestechnisch verteilt, durch auch so ein Coaching-Gespräch, die dann gesagt hat, Jill, ich habe wirklich Gefühle für dich und die auch zu mir gesagt hat danach, ich habe ihr das dann verneint, aber mich sehr bedankt für den Mut auch, dass sie mir das sagt, für den Mut, dass sie nicht nur mir das sagt, sondern auch dieses Risiko der Ablehnung eingeht und dass ich mich wirklich freue, dass so eine fantastische Frau mir diese Wertschätzung schenkt und die hat dann geheult, da muss ich jetzt fast auch heulen, weil sie gesagt hat, Jill, ich habe noch nie so eine Ablehnung und so einen Korb bekommen, also so eine Wertschätzung fast, die krasser war, als wenn du mir jetzt gesagt hättest, alles klar, wir gehen nächste Woche einen Kaffee trinken, verstehst du? Und darum geht's halt. Ja. Das ist das. Und da die Maria, die schreibt noch, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Nee, warte mal, noch ganz kurz davor. Die Heike hat noch eine Frage gestellt. Ist es wichtig, der Traurigkeit auf den Grund zu gehen oder genügt es, das Gefühl anzunehmen? Ich unterbreche dich nochmal kurz, Sabine. Du hast vollkommen recht, aber die Maria, die hat schon da ganz, ganz oben geschrieben. Das ist es. Okay, ich würde gerne eine Antwort auf meine Frage bekommen. Ist das möglich? Das war mit dem Kind-Thema, ne? Genau, und das wäre vielleicht ganz gut. Maria, mach das, Hast du da vielleicht auch Bock, dein Mikro anzumachen, Maria? Ist das okay? Weil da wäre es wichtig, auch noch ein bisschen mehr kurz in die, Ja. Super. Und dann sagen wir gleich auf jeden nochmal, dass du das nicht vergisst, dann nur Sabine, ne, mit der Traurigkeit, das vielleicht nochmal abschließend, Traurigkeit, bevor wir jetzt bei dir anfangen, Maria, dann sind wir da nämlich durch, gar nicht auf den Grund gehen, auf den Grund wird nur Verstand, sondern Traurigkeit, gehst du deinem Glück auf den Grund, also wenn du jetzt eine super geile Woche hast, sagst du dann auch die ganze Zeit, boah, habe ich so totgelacht, woran lag's, dass ich mich so gefreut habe, nee, sondern dann ist man im Moment und freut sich halt meistens einfach, ja, also das kommt meistens, wenn du es nämlich annimmst.
Also einfach sagen, ey, du darfst traurig sein, ich bin da, kleine Heike, kleiner Jill oder keine Ahnung was. Und das ist so oft, dann kommt die Information von deinem kleinen inneren Kind, die man sonst immer dem aus der Nase ziehen will gerne, um die Erkenntnisse zu befriedigen. Dann kommt das nach einer Woche, manchmal denkst du so, ach krass, guck mal, jetzt gerade wie so ein Zufall, ey, jetzt weiß ich, warum ich letzte Woche so traurig war. Also das heißt, auch ohne Druck, wenn du deinem inneren Kind einfach nur mit, ich bin da und ich erwarte keine Erklärung, ich erwarte hier keinen Grund, warum, was habe ich falsch gemacht, damit du jetzt so traurig bist, sondern einfach wirklich sich dem hingeben, Traurigkeit genauso umarmen wie die Fröhlichkeit und dann wird dein inneres Kind, da musst du gar nicht mehr auf den Grund gehen, weil dann kommen die Gründe nur so gesprudelt. Also ich muss gar nicht mehr irgendwas auf den Grund gehen, sondern ich nehme das an, durchlebe die Emotion mit jeder Faser meines Körpers und spätestens eine Woche später weiß ich, was es war. Weil ich nicht mehr bohre und mich selber unter Druck setze. So jetzt Maria. Ja, jetzt habe ich dabei schon alles vergessen. Naja, es ist mal so zwischendurch gekommen, also es ist das Muster auch, dass ich sehr gerne vergessen werde, wenn ich was stelle, Fragen stelle oder so, auch in Gruppen und so. Das ist auch. Wo das vergisst Thema. Du dich denn vielleicht, liebe Maria? Ja, jetzt nur mal als Impuls. Sogar sehr, weil ich immer im Vordergrund immer helfen möchte und ich habe einen schwerkranken Sohn, wo ich immer das Gefühl habe, ja, dem muss ich noch helfen, der kann sich alleine nicht helfen. Und das ist auch die Mutterrolle, das ist immer dasselbe Muster. Aber ich habe mich natürlich als Kind auch vergessen, weil ich habe das nicht gelernt. Und das ist mir so unterwegs. Ja, aber wollte ich gerade sagen, Maria. So auf. Darf ich die nochmal also von Maria vorlesen? Darf ich ganz kurz nochmal von Maria vorlesen, was sie geschrieben hat? Ich habe es nochmal runtergescrollt. Ich kenne diese Situation von meinem Vater, dadurch bin ich sehr stark geworden. Mein Problem ist dadurch, dass ich die Mutter von meinem Ehemann ständig war. Jetzt wurde mir gerade klar, möglicherweise spiegelt mir mein Mann mein eigenes Kind in mir, das ich sehr lange nicht gesehen habe. Da ich das Kind sein nie so leben konnte. Kann das so sein? Ja, also mit dem, was du jetzt dazu gesagt hast, auch gerade nochmal, jetzt nicht nur das, was die Sabine gerade vorgelesen hat. Also wichtig ist schon mal, Maria, ne, dieses in Vergessenheit zu geraten. Und das muss man sagen, das kenne ich halt auch. Auch aus Partnerschaft mit Kind, aber auch durch meine Schwester mit drei Jungs, die trotzdem voll im Job steht. Als Frau, glaube ich, und als Mutter fühlt man sich oft in Vergessenheit, aber fordert das auch gar nicht so ein, weil man es halt für die Kinder macht. Und deswegen schleicht sich dann da oft so ein, ich stelle mich selber hinten an auch rein, weil Mütter halt oft sagen, ach nee, komm, ne, ist okay und sowas, das ist ja für die Kids und ach ja, der Mann, dann ist nicht, mache ich jetzt mal eben. Und dann schleicht sich das manchmal so ein, weil dieses in Vergessenheit zu geraten, was du gerade gesagt hast, ist so, klar, ich weiß jetzt nicht, pflegst du deinen Sohn, also wie bist du für den zuständig? Also muss ja gar nicht ins Detail gehen, aber ist das praktisch, dass du dich da schwer auch rausnehmen kannst? Also wie das ist da die Verantwortung? Das habe ich inzwischen geschafft, weil er ist 41 bereits und er wollte ja nie Hilfe haben. Also habe ich gesagt, gut, ich kann dir helfen, aber nur soweit ich das will. Das habe ich schon geklärt jetzt. Aber bei meinem Mann ist es auch so, eigentlich will ich nicht mehr in der Partnerschaft sein, weil ich merke, er fühlt sich immer, wie soll ich das erklären? Also ihr seid aber noch in der Partnerschaft, weil aus dem Gelesenen, okay. Mhm. Ja, aber ich bin eigentlich schon lange innerlich getrennt. Ja, ja. Keine Lust mehr. Und das ist, und da kriege ich sofort einen Impuls und das ist, glaube ich, auch gechannelt, Maria, sorry, aber also dann muss ich dich doch gar nicht mehr fragen, warum du immer in Vergessenheit gerätst, oder? Also du hast ja gerade gesagt, dass du dich innerlich schon eigentlich sehr lange getrennt hast und warum ist es denn dann noch nicht so? Also dann weißt du auch wieder dein Inneres, so ähnlich wie gerade bei der Katrin oder auch bei der Sabine, diese Trennung ist für dich eigentlich schon vollzogen, warum vergisst du das denn zu tun dann? Warum vergisst du es denn dann selber immer wieder, dass... Weil er immer noch leidet, weil er darunter leidet und ich als Kind, lieb Kind immer sein wollte. Also ich tue es aus Gutmütigkeit noch. Aber genau, um wen geht es immer in einer Zweierverbindung? Ne, um dich. Und wem gegenüber bist du gutmütig? Dir selbst?
Oder deinem Ehemann gegenüber? Ehemann. Und was, genau, und wie, nochmal, wenn wir den Narzissten nochmal ins Feld holen vom Wording her, wie bist du zu dir, wenn du zu dem so aufgebungsvoll und so bist, aber wie verhältst du dich dir gegenüber? Na, eigentlich bin ich selber der Täter, ja. Ich ja, du bist halt, du vergisst und machst selber so und denkst, ach nee, ich bin ja innerlich schon getrennt, auch vergesse ich jetzt mal kurz wieder ein bisschen. Deswegen erlebst du nur Vergessenheit und in Vergessenheit zu geraten, weil dein inneres Kind steht wahrscheinlich schon mit Fahnen und denkt sich, also, und ne, ist noch machtloser fast, weil es gibt ja viele, die jetzt in einer Situation sind wie du und sagen, ach nee, ich habe mich aber innerlich noch nicht getrennt. Mein Gott, guck mal, ne, wir sind jetzt schon, weiß nicht, so lange und das. Du hast das sogar schon innerlich ja vollzogen und für dich völlig klar. Ist ja eigentlich fast noch grausamer, weißt du, was ich meine? Ja, ich verletze mich selber, natürlich. Und noch grausamer eigentlich, als wenn du dir noch nicht klar wärst, weißt du? Weil wenn du das so klar hast und dein inneres Kind eigentlich, du dem sagst, ja, ja, weiß ich. Und dann weiterhin mit dem durch die Gegend marschierst und immer wieder aber es zu deinem Mann schleppst, das ist ja hochgradig missbräuchlich, Maria. Verstehst du das, was ich meine? Du missbrauchst dich gerade sehr, sehr hochgradig. Das ist wirklich schon so. Und deswegen danke, liebes Universum, dass es dich in die Vergessenheit schickt. Weil was hofft ein Kind, was missbraucht wird? Und was greift dann auch oft an Verdrängung, wenn es alt wird? Also ich hatte selbst Missbrauch vergessen. Ja, vermeintlich. Ich bin ja nicht umsonst so krank geworden, ja. Ne, und, aber verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Also dein inneres Kind ist schon total, verstehst du, das denkt sich, das muss man sich wirklich mal vorstellen, wenn du jetzt vor einem Kind stehst und als Mutter sagst so, ja, ich weiß es selber noch nicht so richtig, Schatz, ja, ich weiß, alles spricht dagegen und sowas und eigentlich will ich das auch nicht mehr, aber ich weiß es nicht. Und jetzt stehst du vor deinem Kind und sagst, ja, ja, ich habe mich getrennt, weil alle Anzeichen, die du, inneres Kind, mir gegeben hast, die haben mich die ganze Zeit getriggert und ich habe es innerlich abgeschlossen. So, und jetzt stehst du da vor deinem inneren Kind, das guckt dich mit großen Augen an und sagt, okay, du gibst mir recht, wann vollziehen wir es denn endlich? Und du sagst, ja, nee, ach übrigens, die Sonne ist schön, ich glaube, ich koche jetzt noch mal eine Suppe und am besten noch für dich und deinen Mann. Verstehst du? Also das ist wirklich, du merkst es zwar nicht, weil es unbewusst passiert, aber du bist gerade dir gegenüber, würde ich fast, wenn ich es mal werten darf, ja, weil wir dadurch Erkenntnisse gewinnen können. Du bist übergriffiger zu... Ja, du bist übergriffiger zu dir als eine Sabine oder eine Katrin oder irgendjemand, der so halbherzig, weil du hast die Entscheidung getroffen und dein inneres Kind weiß, also so ungefähr, du hast gesagt, nee, ich weiß, das ist nicht gut für uns und schleppst es jeden Tag so nach dem Motto, ich hasse die Kirche oder weiß nicht was, das tut uns nicht gut. Du redest da drüber mit deinem inneren Kind und sagst, ja, habe ich innerlich aber mit abgeschlossen und ohne aber damit deinem inneren Kind drüber zu kommunizieren, ziehst es aber jeden Sonntag schön an und schleppst es in die Kirche. Was glaubst du, wie sich dieses Kind fühlt? Verstehst du? Das ist fast noch eine Stufe, weil du schon so bewusst bist dann, ist fast noch ja wirklich missbräuchlicher und grausamer, verstehst du, als es noch nicht zu wissen und das Kind in dieser Situation stecken zu lassen. Weißt du, was ich meine? Ja, so kann ich nicht in Heilung kommen, stimmt. Nee, und so hoffentlich, und das meine ich gar nicht böse, hoffentlich vergisst dich das Universum und spiegelt dir das im Außen noch schlimmer. Ja, ja. Ja, das spüre ich ja auch bei meinen Söhnen. Die verurteilen mich ja auch ständig. Obwohl ich ihnen immer helfe, ja. Ja, hör damit auf. Ja, klar. Hilf endlich dir, verstehst du? Ich habe es verstanden, ja. Danke. Super. Na, super, super gerne. Und wirklich, Maria, es ist auch da jetzt keinen Stress machen oder sonst irgendwas oder dich da unter Druck setzen, weil ich dir jetzt gesagt habe, es ist hochgradig missbräuchlich, ja? Du kannst den Zeitstrahl wählen und wenn du da jetzt auch nochmal 2 Jahre für brauchst, nur... Das glaube ich nicht. Blende es nicht aus und weißt du, ignoriere es. Es ist schon Ignoranz. Und das ist dann schon, weißt du weißt es eigentlich und dann in eine Ignoranz zu gehen, dass ich es würde mich für dich freuen, wenn du schnell den Weg daraus findest, weil ich weiß, das Universum macht uns dann ja immer mehr Probleme, dass wir es verstehen, weil Problem ist ja für uns, ist ja kein Kontrablem, ja? Genau. Wir kriegen Probleme, weil das uns helfen soll und ich möchte gerne, dass du gar nicht mehr so viel Probleme brauchst. Ich habe ja inzwischen schon eine Wohnung und mich schon zurück. Super. Verstanden, ich arbeite schon sehr viel.
geschlagen worden ist, mein Kind. Danke dir. Super, super gerne. Ich danke dir für deine Offenheit. Und das ist ja schon auch echt... mutig. Ja, sehr mutig. Ne? Das so auch zu äußern, vor anderen Menschen zu sagen, ey, ich weiß das eigentlich schon, ich mache es trotzdem nicht. Okay. Gut. Und danke. Gut, also auch da, Maria, danke. Gut, dass wir dich vergessen haben heute. Ja, wirklich. Und ich meine das von Herzen toll, wirklich. Aber dass du auch geschrieben hast und dir das nochmal reingeholt hast, du hättest ja jetzt auch schweigen können. Deswegen, da hast du nicht ignoriert, sondern hast gesagt, ich habe, wurde schon wieder vergessen und auch direkt dich mitgeteilt und gesagt, ja, es passiert mir auch ständig. Ne? Also ganz, ganz toll. Und weißt du, was das Tolle war? Du hast einmal sogar schon mal den Chat verlassen und ich habe dich ja jetzt nochmal reingelassen. Ja. Und du hast es dir jetzt nochmal eingefordert. Das ist das Tolle, weil du dir selber gedacht hast, nein, ich gehe da jetzt noch mal rein und ich fordere mir jetzt noch mal meine Frage. Deswegen, ne? Und das war gut, das war super, dass du das jetzt gemacht hast und du bekommst es hier wirklich gerade wieder gespiegelt und es ist ein riesengroßes Geschenk. Das ist ein Riesengeschenk und das darfst du jetzt annehmen und darfst da für dich, wenn du dir es erlaubst, in deine Heilung rein. Dankeschön. So, ihr Lieben, hat noch jemand jetzt zum Schluss eine Frage? Ich sage jetzt noch zum Schluss. Ihr habt noch einmal die Chance, gerne noch eine Frage zu stellen, Jill etwas zu schreiben. Und ja, wer möchte noch was sagen? Wer möchte noch was schreiben? Wer hat noch was auf dem Herzen? Lieber Rainer, vielleicht du. Liebe Thea, liebe Heike. Heike schreibt von Herzen. Guck mal, viele gehen schon, ja. Dank euch beiden, genau. Genau. Sherin, also wer Bock, nochmal ganz kurz, ne, wirklich, also es gibt es nicht mehr, ich mache sehr gerne Werbung für mich mittlerweile, früher hätte ich gesagt, ah, ist immer ein bisschen unangenehm, nein, es ist, ne, schreibt mir für 15 Euro mit Verpackung, Versand, mit Widmung ist die Liebesformel bei euch. Genau, super, super. Schreibt einfach Jill, ich schreibe jetzt mal noch deine können Sie dich per E-Mail anschreiben, dann schreibe ich nämlich deine E-Mail noch hier rein. Ja, können Sie auch. Ich sehe da gerade, die Sabine hat auch eine persönliche Frage an mich. Ich muss nur jetzt ganz schnell pinkeln. E-Mail. Das hätte ich mich früher auch nicht gefragt. Also ich bin in 2 Minuten wieder da, aber ich darf Pipi machen gehen. Und darf ich die, ich schreibe hier die, deine E-Mail rein. Ist das in Ordnung? Ja, ist okay. Okay, wunderbar. Die Maria hat hier auch schon ihre E-Mail geschrieben, aber ich schreibe sie mal rein. Und genau, bei Sabine nochmal fragen, eine persönliche Frage an Jill. Also willst du die gerne mündlich noch stellen oder auch reinschreiben? Aber jetzt gehe ich einmal erstmal kurz Pipi machen. Genau. Sonst platze ich gleich. Super, alles gut. So. Jill. Moment, das muss ich mal gerade hier. So, Mentoren-Buddy Jill. So, Moment, Info. Okay, ich schreibe euch jetzt mal nach. Quatsch, was mache ich denn da? So, Info. Er hat also keine Homepage. Jill Daimel, doch, hat er auch. Punkt me. So, und die Homepage, die schreibe ich euch jetzt auch noch rein. Moment, ich habe sie nicht im Kopf. Wir quatschen immer so miteinander. Moment, die habe ich auch noch für euch. Weil da steht dann ja auch seine E-Mail-Adresse und der Kontakte dann. Ja, da steht aber eine andere und das ist die schnellere. Das, die andere E-Mail-Adresse geht über was anderes. Genau. Moment. Deswegen hat er das so hervorgehoben mit seiner E-Mail-Adresse anstelle über die Homepage. Da habt ihr ihn schneller. Über die Homepage dauert es ein bisschen länger. So. Moment. Oh.
Das fühlt sich gut an, oder? Ui. Genau. Ja, ui. Oh, Leute, oh, das war der Wahnsinn. Ja, es gibt nichts Schöneres, wa? So. Und das ist so, ne? Schmerz, habe ich mich nicht getraut. Vor die Schweißperlen auf der Stirn stehen. Was nennt man Fortschritt? Genau. Apropos auf der Kongressseite findet ihr auch alle Daten von Jill, mal so noch nebenbei. Ne? Also da ist auch die Homepage und alles mit drauf. Und wenn ihr noch irgendwie noch Näheres wissen wollt, das ist auch alles mit auf der Kongressseite. Unter Experten ist es aufgeführt. Ja, es kann nur sein, für alle, die auf meine Homepage gehen, ich habe es selber noch nicht gecheckt, weil sich da auch was umgestellt hat, weil ich jetzt auch Coaching ein bisschen anders mache, nicht mehr so 1:1, dass die gerade nicht erreichbar ist oder nicht zu finden ist. Also bitte lasst euch da nicht verwirren. So, die Sabine Zechmeister, genau, die Sabine möchte es gerne mündlich machen. Dann, liebe Sabine, mach mal dein Mikro auf. Schieß los. Ja, okay, gut. Ja, also ich möchte mal ganz meine ehrliche Bewunderung aussprechen für deine Umwandlung von Frau zu Mann. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass man gar nichts merkt, weil normalerweise merkt man doch was an der Stimme oder am Aussehen. Aber ich finde, bei dir merkt man gar nichts. Auch meinst du? Also ich glaube, dass das oft so ist bei Transfrauen, ist es natürlich ein bisschen offensichtlicher oft, ne? Weil wenn einmal Testosteron in deine Bahn war, ist es schwierig, das durch Östrogen zurückzuspulen. Aber ich kenne ganz viele Transmänner, könnt ihr jetzt, glaube ich, Fotos zeigen ohne Ende, wo du mir nicht einen erkennen würdest. Das ist dann vielleicht am Anfang, okay. Weil ich sag mal, als ich angefangen habe, männliche Hormone zu nehmen, da kommst du ja erst in deine Pubertät. Also ne, ich nehme die jetzt schon über 15 Jahre und da sah man mir das auch noch an und meine Stimme war anders. Also dann hast du es vielleicht bei welchen erkannt, sage ich jetzt mal, die vielleicht im Prozess noch nicht so fortgeschritten sind, aber eigentlich, wie gesagt, bei Transfrauen, ne, Männer, die dann die andere Richtung wechseln, ist es oft, wenn die Pubertät stattgefunden hat, halt einfach wesentlich aufwendiger und auch erkennbarer, aber eigentlich, also gibt es wirklich auch tolle Seiten im Internet, einfach mal gucken, da bin ich selber oft so baff, dass ich denke, das glaube ich doch jetzt gar nicht, also wirklich, weil ich habe wenig Körperbehaarung und so, ne, das sind dann wirklich Bären und die dann auch noch ins Fitnessstudio gehen und du siehst vorher das weibliche Foto, wirklich, und denkst dir dann den Mann daneben, das kann doch nicht die gleiche Person sein, also das ist wirklich, also da gibt es ganz viele tolle Beispiele. Na, aber ich habe es ganz toll gefunden. Also das habe ich nicht gewusst mit der Stimme, das ändert sich mit der Zeit dann erst. Ja, das ist wie ein Junge, sage ich mal, der auch noch nicht so viel Testosteron hat und dann in der Pubertät wie der Stimmbruch. Dann habe ich am Anfang sehr geheisert und sehr ne? Also ich meine, aber es gibt auch sehr viele Männer natürlich mit einer höheren Stimme oder ja auch Frauen mit tieferen Stimmen. Ja, ne? Aber das ist, ich bin dann praktisch mit 25 in die Pubertät gekommen, wie es mir sonst mit 12 oder mit 15 auch passiert wäre. Ja, vielen Dank und nochmal wirklich meine Bewunderung. Vielen Dankeschön. Dank, ich danke nochmal euch. Nochmal danke für auch. Deine große Hilfe, Dankeschön. Sehr gerne. So, ihr Lieben. Ich habe jetzt auch nochmal gerade den YouTube-Kanal, oder habe ich das L vergessen, sehe ich gerade, YouTube-Kanal steht da, Kanal sollte das heißen, der Ehrlichkeit begegnet TV. Da könnt ihr es auch gerne nochmal nachgucken. Und ja, ist das für euch in Ordnung? Also ich frage trotzdem nochmal, ob das für alle in Ordnung ist, wenn ich das hier reinstelle. Ich werde da auch nochmal eine Mail, Rundmail machen. Einfach mal ein Herzchen oder ein Ja. Ach, wie schön. Maria, möchte mich noch herzlich bedanken. Ich weiß jetzt, wie großartig und wichtig ich mir selbst bin. Ja, das bist du. Oh, ich ganz dicke Umarmung noch von uns, liebe Maria. Oh, schön. Oh, das ist schön. Das freut mich jetzt. Das freut mich ganz, ganz besonders. Jill, du hast da wirklich jetzt tolle Arbeit gemacht. Ganz, ganz toll. Maria, toll. Dicker Kussi, dicke Umarmung von uns hier. Und ich freue mich, wenn du es schaffst. Also du schaffst das, Maria. Ja. Das ist ganz klar. Ja. Ja. Befrei dich, wirklich. Das. Ach, es wird mega. Und diese Befreiung ist ein riesengroßes Geschenk. Ich kenne das. Ich kenne das Gefühl. Ich war auch ewig lang in so einer Beziehung, und wo ich mich wirklich selbst kasteit habe und ich habe mich entfernt und ich wusste das und habe mich selber so missbraucht.
Und ich musste durch diesen harten Weg durchgehen, um mich selbst wiederzufinden, um zu mir zu stehen. Und diese Befreiung, die ist so toll. Und du wirst gar nicht glauben, wenn du diese eine Tür schließt und du machst die neue Tür auf, die geht automatisch auf. Und wenn du dann spürst, was für ein unglaublich mächtiges Schöpferwesen du bist, was für eine unglaubliche Energie du hast und wie dann dein Licht zum Strahlen kommt, weil du dir erlaubst zu leuchten. Das ist, boah, das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Hammer. Und ich kann wirklich nur sagen, das war für mich die absolute Befreiung. Nicht nur als Mensch, auch als Frau in meiner Weiblichkeit. In meiner Weiblichkeit. Und es ist wundervoll. Und die Weiblichkeit zu leben, egal wie alt du bist, das ist so wichtig. Das ist so, 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 so wichtig. Erlaube dir zu leuchten, erlaube dir dein Licht zu einem, ich sage immer, zu einem Flächenbrand zu machen, wirklich bis ins Universum hinein. Und weil dazu bist du fähig, dazu bist du in der Lage, dazu ist jeder hier in der Lage. Und ich sage immer, ihr seid alle viel, viel größer, als ihr denkt. Und das hast du eben auch so schön gesagt, lieber Jill, wir sind alle unglaubliche Schöpferwesen. Ja, und auch nochmal wichtig, ne, das wird bestimmt nicht easy, Maria. Ne, weil viele Leute dann auch, wenn ich bei Instagram was poste, sagen, ja, ja, das ist so leicht gesagt. Und dann sage ich so, ich sage auch gar nicht, dass das leicht ist. Ne, weil wenn ich jetzt irgendwie, ich bin jetzt sportlich nicht so gerade in Shape oder habe da auch keinen Bock drauf, dann sage ich Leuten immer, ja, Fitnessstudio oder Marathon ist doch auch riesig anstrengend. Also das heißt nicht, dass das nicht auch anstrengend sein darf. Und sehr, sehr viel, wir sind hier, wie gesagt, in einem Computerspiel, ja, wir spielen ja auch keine Computerspiele, die uns nicht herausfordern oder so, sondern genau, mittendrin und einfach soll es auch gar nicht sein, ne? Also auch da, es darf anstrengend sein, es darf Komplikationen geben, ja, weil das ist alles Teil des Prozesses. Ja, Peter hat noch geschrieben, dürfte ich noch eine Frage stellen? Klar, Peter, mach's Mikro an, sehr, sehr gerne. Ja. 21:21 Uhr. Oi, interessant. Ja. Da haben wir es mal wieder. Ja, ich hatte es vorhin ja schon kurz erwähnt, das mit der Männlichkeit und dass ich da das Empfinden habe, dass ich da ein Defizit habe, weil ich schule immer darauf hin, so Männercoach und so. Und jetzt vielleicht weißt du davon auch, dass ich habe es mir aufgeschrieben, ich glaube, nächsten Monat, das nennt sich Mehl-Revolution oder Evolution. Und das geht, glaube ich, also ein Wochenend, wo auch der Hüter da ist und pipapo, eben halt die Leute, die ziemlich bekannt sind, so im deutschsprachigen Raum. Und das kommt ja nicht irgendwo her, warum das immer wieder so bei mir aufblinkt. Und möglicherweise sind sozusagen die Weichen dafür gestellt, warum das so da ist, weil ich bin ja aufgewachsen bei meinen Großeltern und meine Mutter hat halt ihr Leben gelebt und es war bestimmt also eine wunderbare Begegnung, gehe ich mal von aus, wo ich dann jetzt hier so bin. Aber ich habe meinen Vater nie kennengelernt, dann kam noch hinzu, ich bin 53er Baujahr, dann kam natürlich hinzu, dass es erstmal unehrlich und dann noch vom Ausländer, also Deutsch und die andere Hälfte Teheran und pipapo. Ich möchte jetzt nicht so weit, sonst dehnt sich die Zeit dementsprechend. Und dadurch habe ich nie eine Vaterfigur in dem Sinne gehabt und konnte davon absorbieren, was es bedeutet. Und mein Großvater, der war natürlich auf der Arbeit. Und damals gab es noch eine Lohntüte und die war dann quasi aufgrund, weil er auch im Krieg war, war das dann versoffen sozusagen. Und ja, und ich saß mit Oma am Fenster und wir haben immer gewartet und ich habe meine Großmutter dann immer unterstützt. Und daher kommt wahrscheinlich auch so bei mir dieser, man könnte es auch Talent nennen oder wie auch immer, also mit Menschen irgendwie so zusammen zu sein und mit denen im Dialog zu sein und zu horchen und zu gucken und dann kommt was irgendwie raus und dann passt es. Darf ich dich kurz unterbrechen, Peter? Gerne. Ja, gerne.
Ja, weil du hast ja eine Frage eingestellt und dann jetzt, was toll ist, geredet, aber der Impuls, weil das kommt ja auch immer durch mich, das ist dann halt auch immer channeln eher, weil ich mir auch manchmal denke, so, was habe ich denn da gerade eigentlich gesagt? Ich glaube, dass das, wie du das jetzt so erzählt hast, das kam, als du dann von deinem Opa auch erzählt hast, weil wie gesagt, dein Vater und die Erklärung sagt ja schon, was das Kollektiv und das Umfeld dir suggeriert hat, nämlich ja, dann auch noch ein Ausländer, oh, dann unehelich, also da praktisch schon mal, ohne dass es eigentlich um den Menschen ging, aber wie ich ja eingangs auch gesagt habe, wer wir sind, ist ja meistens einfach nur der Beruf, der Name, die Herkunft und das gesellschaftlich. Und dass du da natürlich schon abgespeichert hast, unabhängig davon jetzt, wie dein Vater eigentlich war, weil du ihn ja nie kennengelernt hast, aber dass die Vaterfigur angezweifelt und angegriffen wurde und dass das wahrscheinlich nicht so toll ist, auch in dieser Energie dann zu stecken. Und dann noch das Beispiel deines Opas, wo du einfach vielleicht in dir, weil du da mit deiner Oma dann warst und gewartet hast und sowas alles, eigentlich in dir vielleicht auch dein inneres Kind gelernt hat, ey, so ein Typ und diese männliche Energie, also mann-männliche Energie ist halt einfach noch die Assoziation gerade früher gewesen, das will ich gar nicht. Und deswegen vielleicht gar nicht, dass zwar von außen so bewertet wurde, oh, da war jemand nicht da, aber du vielleicht dir das innerlich so ein bisschen ähnlich wie gerade bei Katrin, die sich selber ja auch dann so verboten hat zu schreiben, in Anführungsstrichen. Aber der Impuls so ist, dass du dir das selber ein bisschen verbietest, weil du so gar nicht, also dich damit auch nicht identifizieren möchtest. Verstehst du, was ich meine? Also, dass das praktisch aber umgewandelt wird in ein, oh, weil es ist ja richtig, die männliche Energie auch leben zu wollen und das, dass du da eher, ich glaube, du lebst die männliche Energie schon sehr gut und du brauchst da gar nicht mehr rein, weil das ist nur eine innere Vermeidungsstrategie, die dein inneres Kind sich auch angewöhnt hat, weil du selber so enttäuscht davon wurdest. Ne? Und jetzt einfach nicht diese Rolle mit dir identifizieren möchtest, dass du auch so ein Enttäuscher dann irgendwie bist und dich vor der männlichen Energie vermeintlich irgendwie so ein bisschen davonschleichen möchtest, aber ich empfinde dich zwar schon auch in der Basis, ja, mehr der weiblichen Energie verwurzelt, also erklärt auch die Geschichte, die du gerade erzählt hast, ja, immer dann mit den weiblichen Energien zusammen und auch da mitgeholfen, dass die das alles auch verpacken, ja, und damit klarkommen. Also hast du da schon sehr krass die männliche Rolle, wenn du dir das jetzt mal reflektierst, eingenommen, nur auf eine vernünftige männliche Art und Weise, weil nochmal die männliche Energie, diese unterdrückende, die gelebt wird jetzt, das ist eine Mangel männliche Energie und du hast die männliche Energie, du lebst die schon nur aus der Fülle und dann ist das nicht mehr grausam und abschneidend und verurteilend und doof. Du lebst es schon. Nur halt aus der Fülle. Und das darfst du weiterhin sagen, ey, ich wehre mich innerlich und das darfst du vielleicht abwandeln in das innere Gespräch, in den inneren Dialog, wenn das wieder aufpoppt und dein Verstand dir wieder sagen will, dass du wohl nicht Mann genug bist, scheinbar im äußeren Verhalten, dann darfst du sagen, doch bin ich, aber aus der Fülle und lieber Verstand, diese männliche Energie aus dem Mangel heraus, die halt kollektiv einfach noch als sehr männlich gilt, das will ich gar nicht. Und dann kannst du gerne weiter anzweifeln, dass ich ein Mann bin, lieber Arschlochverstand, aber danke, dass du mich beschützen willst, ich bin männlicher als sonst wer. Hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Herrlich. Das findet total Resonanz. Das super. War die Welt. Ne? Also dein Verstand und du darfst dich gegen Mangel Du bist weg. Aber ich bin noch da. Du bist noch da, genau. Klein, es kann sein, manchmal ist Internetausfall. So. Aber ich glaube. Ja, ist er wieder da. Also. Jill? Also bei mir ist er noch nicht da. Ist interrupt. Also Energie weiter. Ja. Jill? Jetzt höre ich euch wieder. Jetzt, ja. Jetzt, super. Ich war weg. Ja, du warst weg. Mal wieder. Nein, aber ja, also deswegen, ne, ich glaube, das macht auch beim. Von mir denken auch oft Männer so, oh, bist du schwul oder das und das und so. Ich bin vielen Männern unheimlich und ich bin sehr gerne unheimlich. Wie gesagt, Ehrlichkeit macht unheimlich. Ja, dürft ihr euch auch mal aufschreiben. Also wenn jemand zu euch sagt, oh, ihr seid aber unheimlich, ist ein Riesenkompliment. Ja, ich bin sehr gerne unheimlich und ich weiß, dass ich vielen Männern Angst mache durch meine vermeintlich weibliche Sache, aber das ist erfüllte und starke und nicht aus dem Mangel gelebte Männlichkeit. Und die wirkt sehr weiblich.
Und deswegen, wenn mir jemand sagt, oh, du bist aber, dann ist das für mich auch immer ein großes Kompliment, weil auch viele sagen so, sogar manchmal, ja, schwul bist du auf keinen Fall, aber du bist halt so bunt und das, dann sage ich immer, ja, aber das ist halt erfüllte Männlichkeit, die kommt sehr weiblich rüber, weil nur Mangelmännlichkeit muss unterdrücken und muss laut werden und mächtig wirken, brauchst du nicht, wenn du mit dir verbunden bist und in der Kraft bist, dann kannst du ganz leise sprechen und dann hast du alle Aufmerksamkeit, die du nie kriegen würdest, wenn dich jemand anschreien würde. Und es wirkt sehr weiblich dann immer und sehr weich, aber eigentlich ist das pure Männlichkeit, nur halt erfüllte. Ja, du hast einen guten Turn gekriegt jetzt ja. Bei mir. Weil das ist nämlich die alte Struktur, wo, also das Männliche, was du jetzt meinst auch, ne? Weil das ist ja, ja das, dass wieder dieses Weibliche, und das kommt ja sehr stark, dass endlich mal, dass die Frauen sich gerade machen und dass die weibliche Energie reinkommt, die so unendlich lange Zeit eben halt einen auf den, das aufgrund von Männern, dass die eben... Ja, oder auch so, dass Männer sich die Nägel lackieren, dass Männer sich schminken, Röcke tragen, finde ich mega männlich. Das ist ein kraftvoller Ausdruck von Männlichkeit, gibt es selten. Ist genauso männlich, wenn ich eine super krasse Frau in so einen, weiß nicht, Anzug schmeißt oder so. Ne? Und ja. Irgendwie so dieses nach außen. Also das gibt nichts Weiblicheres, finde ich, als so eine Boss-Lady. Genau. Nur, dass bei der Frau das angesehen wird und, ne? Und es heißt, es ist Business und beim Mann wird es belächelt. Das Einzige, ich sag mal, die einzigen Völker, die es nicht belächeln, das sind ein paar afrikanische Völker. Und wer lebt es aus mit voller Stolz? Die Schotten. Die Schotten leben es aus. Ja, genau. Und einer, es ist so, und einer meiner Ex-Freunde, der hat es geliebt. Der war Koch, der war Künstler, er hat die Frauen geliebt und er hat es geliebt, immer in seinem Schottenrock rumzulaufen und er hat sogar Dudelsack gespielt und hat gesagt, ich finde das so genial, weil für mich gibt es nichts Bequemeres, wie einen Rock anzuziehen und einfach auch mal diese Seite zu leben. Und es ist für mich total männlich und ich trage ihn mit Stolz. Ich trage diesen Kilt mit Stolz und ich trage diesen Dudelsack mit Stolz und ich erlaube es mir, das zu tragen, worauf ich Lust habe. So. Und das heißt nicht, dass ich weniger Mann bin oder dass ich schwul bin. Und das finde ich so klasse. Und das ist auch wieder ein Bild, was ich hier in dieser Welt ändern darf. Es ist so. Ja, tut es ja schon. Zum Glück sind wir ja mittendrin. Ja, auch. Ja. So. So, ihr Lieben. Es war so, so schön mit euch und ich finde es so toll, es sind so tolle Fragen aufgekommen und es ging auch so in die Tiefe und ich danke euch allen von ganzem, ganzem Herzen, dass ihr wirklich den Mut aufgebracht habt, euch zu zeigen und auch Fragen zu stellen. Und genau dafür war auch dieses Live gedacht. Und dafür danke ich dir an dieser Stelle auch nochmal, lieber Jill, dass du wirklich gesagt hast, ey, cool, ich mach da mit. Also das finde ich so klasse. Ich bin so, so dankbar für jeden Einzelnen von euch. Und purer Egoismus. War sehr bereichernd. Und von daher ein reiner Egoismus. Ein gesunder, ja. Es war wundervoll. Ich habe nur an mich gedacht, an euch habe ich es mit. Ne? Oh, ja. Ihr seid echt süß. Tausend Dank. Und an dieser Stelle würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich lade das Video auf meinem YouTube-Kanal auch gerne nochmal hoch. Ihr könnt euch das gerne anschauen, weil das war absolut der Knaller. Das war absolut mit allem Jill. Ihr Lieben, Peter, Maria, die Katrin ist jetzt nicht mehr mit dabei, die Heike, die Sabine. Danke. Danke, dass es euch gibt. Und an dieser genau, Stelle, meine lieben Könige und Königin. Genau. Und eine dicke Umarmung. Und ein wundervolles Wochenende. Und wer morgen früh mit dabei ist, um 11 Uhr, früh shoppen mit Ilona Selke. Ein Live. So, das nochmal so ganz zum Schluss. Und ihr Lieben, ich liebe euch. Oh. Tschüss, ich liebe euch auch. Ciao. Auf jeden Fall. So, ich halte jetzt mal an hier. So, genau. Wunderbar.
Ich habe das jetzt mal. So, und jetzt sagen wir Ciao an dieser Stelle. So, Moment. Lieber Jill, bleibst du noch drin kurz? Ja, ich bin noch da. Genau, genau. Dann verabschieden wir euch. Super, vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr dabei wart. Genau, Jill und ich, wir bleiben noch kurz drin. Die sind vielleicht schon gar nicht mehr am Gerät. Die hatten sich nicht getraut, rauszugehen dann vielleicht. Auch sein. Ich weiß nicht, ob man jemanden auch rauskriegt. Du, glaube ich, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Ich habe das noch nie gemacht. Ja, doch, Teilnehmerliste wahrscheinlich. Ach, guck mal. Jetzt. Guck mal, genau. Rainer, Simone, Gerd, Dankeschön. Dankeschön, ihr Lieben. Sonst, warte mal, ich kann wahrscheinlich nicht, weil du bist Admin. Geh mal auf die Teilnehmerliste und guck mal, wenn du da draufklickst, ob du vielleicht dann auch, also ich meine, okay. Ich weiß. Schließen, minimieren, nee. Warte. Nee, ich bin auf der Teilnehmerliste drauf, aber, ach, lauf. Warte mal, da oben sind doch noch so Pünktchen. Warte mal, ich muss mal gucken. Sonst, du kannst mich auch, sonst ruf mich auch gerne auf dem Handy oder ich rufe dich gleich nochmal an eben. Genau. Dann beende ich das mal so. Ich gehe einfach mal raus und beende das. Tschüss, ihr Lieben.